20 Bannerpulse kriegt man heute, Ja. das klingt gut. Ja. Und Banner. Frosch hat den Limited 5-Star gezogen. Er hat den bekommen. Crazy, let's go. Ja, und er ist komplett overpowered, aber wahrscheinlich wird er gepowercreept. Ja, das Ja, so wie 100%. jeder Charakter. In Ja, jedem aber er wird Dungeon. Was wahrscheinlich macht so Wuthering Waves gottlos gerade, Alter? gepowercreept, nicht nur so ein bisschen. Soll ich jetzt heute auch auf den gammeln? Ja, safe. So wird gemacht. Ich meine, du wirst es hoffentlich sowieso in 2 Monaten nicht mehr spielen, wo sowieso schon alles gepowercreept ist. Ja, weil ich spiele das Spiel in 2 Monaten Halt wahrscheinlich immer eh nicht noch. mehr, weil ich finde es nicht so geil. Ich werde das in 2 Monaten noch spielen, wenn ich so langsam bin. So. Ich werde das Spiel morgen Murmeli, nicht mehr bitte spielen. hilf mir, Tomato davon zu überzeugen, lieber Genshin als Wuthering Waves zu spielen. Bro, Keine Tomato. Chance. Guck mal, das Spiel Genshin ist ist crazy. einfach Tomato versucht wirklich, grausig, als ein Gacha-Game, in das er reinkommt, um zu bewerten, wie gut Gacha-Games sind, mit Wuthering Waves anzufallen. Und versucht das als sein Mann. Das ist das einziges Spiel, Schlimmste, mit mit dem du dem er. anfangen kannst. Tomato kannst du mal kurz zurückziehen. Das ist so, wie wenn du Das ist auch irgendwie. Oh fuck, was? so. Das ist crazy. Das ist crazy. Guck mal, Ja. Tomato, das ist so, wenn du versuchen würdest, irgendwie. Ein Essensreview zu machen und dann irgendwie zum schlechtesten Restaurant gehst. Nee, das ist. Doch. Ja, ungefähr. Ja, okay, das ist so, wenn du machen würdest, ja, Deutschland, wie gut ist deutsches Essen? Und was du dann Dann machst, gehst du ist. in Mc's am Bahnhof. Genau. Und sagst du, so, ja, deutsches Essen ist nicht so das Wahre. So, natürlich wird das Ergebnis scheiße sein, weil Wuthering Waves scheiße ist. Das heißt nicht, dass Gacha-Games allgemein scheiße sind, sondern das heißt einfach nur, dass Wuthering Waves kacke ist. So, wenn du was ausprobieren willst, musst du Peak ausprobieren. Das ist ja immer so. Ja, Ja, ich muss mir noch ein Bild davon machen. Ja, dann probier lieber erst Peak aus. Mach dir ein Bild von dem Guten, Nee, bevor nee, du nee, 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 das nee. Schlechte ausprobierst. Was Nee, ist. nee, 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 nee. Ja, Digga, er will auch Bro. einfach nur extra Schlechtes ausprobieren. Das kann dann halt auch nicht sein, ne? Dann können wir aber auch wirklich nichts machen. Das ist einfach alles seine Schuld. Okay, das ist geil. Ja, der hat's richtig gemacht. Ja. Matze, wann kann man die täglichen Belohnungen in One Piece Bounty abholen? Also. Working successful, nice. Ich verwechsel immer die Zeitverschiebung. Also. Weißt du, ich glaube 20 Uhr. 20 Uhr muss es sein. Also entweder 20 Uhr oder 21 Uhr kann man die Ja, immer dann abholen. schaue ich um 20 Uhr, weil ich brauche diese Puls. Ja. Das ist auch irgendein Meme, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wirkt wie ein Irgendeinen Latexanzug. Was für Meme. Ja, aber Latexanzug, hä? also davon sehe ich sehr Ah. viele. Also. Ich glaube, ich schaue nicht mehr bei euch in den Stream rein. Keine Lust drauf, Digga. Ich will nicht noch mehr Augenkrebs bekommen. Das Das war's ist dann halt schlimmer auch einfach mal. als die Bilder, die Sakko mir dir geschickt hat. Fühlt schon. Ist halt schon wirklich ein Verbrechen. Also wirklich gottlos. Ey, endlich hat's geladen. Ey, yo, es ist so ein Mobili, Lagen, das ist ja ich kann crazy. dich eigentlich direkt adden, so falls du oder soll. Ja, nee. Was? Ich überlege gerade nicht, weil. Ich Juhu, ein guck kurz, wie komme ich zu Standard-Banner-Kill. Jesus. Warte kurz, warte kurz. Jetzt, was ist das? Wie viele Bilder Also sind das wie bitte? viele Bilder? Wie viele Bilder? Das sind Oh, das die habe ich waren ja sehr gezeichnet. viele Bilder. Jo. Ja, das habe ich gezeichnet. So. Inception, du zeichnest, wie man zeichnet. Ja, das war irgend so ein OC. Und das war halt so ein Bild, das jetzt zeigt wohl gerne. Na, Matze, ganz ehrlich, ich habe heute den Tag damit verbracht, das neue Paper Mario zu spielen. Ich hab's mir geholt. Ah, du hast Ist es schon geholt. geil. Oh, das sieht so Nice. kacke aus. Was habe Ich ich habe einfach. getan? Oh Gott. Resonators, was ist denn hier los? Warum habe ich Ausrufezeichen? Ach so, deshalb. Pioneer Podcast. Wieso? Quests. Ich glaube, mein Resin ist vollgelaufen hier auch einfach. Nicht so kacke aus, aber auch nicht so geil, ne? Nee, doch nicht. Noch weiter. Weißt du, was geil ist, Tomato? Oh, Genshin hier. Impact. Das war eine lange Runde. Da habe ich, glaube ich, eine Stunde oder Genshin ist halt eineinhalb, wirklich weiß ich einfach nicht. unvergleichbar viel besser. Das ist halt crazy. Kennt ihr den? Ja. Von Drake ist der doch, oder? Ja. Some Boah, es of kann you nicht will sein, die. dass es immer noch am Let's Lag ist. sacrifice everything to me. Ich habe Shrek nur in einer Art geguckt, das war in einem YouTube-Video, wo immer wenn, ich weiß nicht was, war immer wenn Shrek gesagt wurde oder so, hat sich der What? Speed Warum bin ich auf einmal komplett in einer Quest verdoppelt. drin? Ah ja, und das war dann so richtig kurz, oder? Ne, also am Anfang ging es, am Anfang ging schnell, aber dann, dass du, das ging glaube ich 15 Minuten oder so und so, Achievement perfekt, man.
Aber so ein bisschen, das war die einzige Art, wie ich Drake geguckt habe. Und hast es enjoyed? Ja, war lustig. Digga, holy shit, ist es am laggen. Das kann ja gar nicht sein, ja, wie hart das gerade ist. Richtig abgezeichnet, oder? Kann man so durchgehen lassen. Ui. Oh no. Da, ich hab was nicht abgezeichnet. Ich erinnere dich, wenn ich dann abhole. Ja, das ist mein Freundescode, da musst du dann einfach auf die, ins Menü, also rechts oben drauf, dann auf Friends und dann ganz rechts und dann reinkopieren. Aber wie findet ihr dieses Wait, du musstest nur mit dem reden und das reden konntest du skippen. Ja, das also das ist gut. Holy shit! Extrem fucking ey, Murmel, die kann sein, dass es noch mehr laggt als vorher. Ja, sie haben so ein paar Updates gemacht. Und es laggt noch mehr, Digga, das kann nicht sein. Da hab ich ihn auch gezeichnet. Ja, das kennst du den Matze? Ja, einfach, ja. Ich kann es auf Handy spielen, du kannst oder ja mal... Es laggt, ja. Vor allem, wenn man sich in die Stadt teleportiert, dann hast du so... ...ein FPS für so ein paar Sekunden. Bei mir ist wirklich so, bei mir... Ich hab auf iPad gespielt... Bro, das war fatal, manchmal für 2 Sekunden... ...einfach stehen geblieben. Ja. Matze, soll ich dir mal ein Video schicken, wie es bei mir aussieht? Ist halt echt insane, wie schlecht das läuft. Ja. Neues Handy, ja. Komplett neues Handy. Besonders und schlimm ist es halt, weil ich ja von gerade eben erst von Genshin hierher geswitcht bin. Ja, aber es läuft trotzdem so scheiße. Nein, schnell weg da. Oh mein Gott. Oh, kennst du den? Natürlich. Also, Bro, wer hat den nicht kennt, der soll sich doch einfach selber umbringen an der Stelle. Wen? Oh, das sieht aus. Marvin. Den Marienkäfer hier. Kleine Bee. Ah, achso, ja, ja, den kennt man. Ja. Der ist einfach gut. Ich heiße Marvin! Das ist gut, Bro. Das ist der einfache Sprecher für den. Oh, ich glaube, ich habe auch die Ratte-Känguru-Fusion habe ich auch gezeigt. Also ich habe es dir geschickt, wie es aussieht, wenn ich es spiele auf dem Handy. Auf einem neuen Handy. Yo, ich bin kurz in der Runde. Wait, das... Habe ich das? Habe ich das gezeigt? Okay, das ist nicht so besser. Der Beste. Sieht sogar aus wie ein Löwe, oder? Na, ich bin aber auch schon wieder weg. Ich komme nicht nachher nochmal, aber ich muss jetzt mal noch weiter den Text schreiben. Oh, viel Spaß dabei. Ja, braucht ihr. Oh, das ist nicht viel. Das ist so ein großes Projekt, das wir machen. Ah, die Lags sind wirklich schlimmer geworden im Game. Ich kann es halt gar nicht fassen. Ich wusste nicht, dass es möglich ist. Ich habe schon heute von 14 Uhr bis 17 Uhr geschrieben und jetzt schreibe ich gleich nochmal. Ich habe jetzt anderthalb Stunden Pause gemacht. Nicht viele, aber ich schreibe so langsam und ich informiere mich die ganze Zeit, weil es muss alles halt stimmen, weil sonst... Und du musst halt auch noch unten Quellenangaben hinschreiben und so und dann noch so ein Abgesicht. Plus auch wait, bleib's noch jemand, kurz, ich pull gleich. Niemand guckt sich die Quellenangabe an, sie müssen halt da sein, aber niemand schickt sich wirklich durch. Naja, ich weiß nicht, bei meinem Lehrer. Dings, wer weiß. Mummeli, ich pull lieber gleich. Bist du dabei noch kurz? Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, nice. Aber ich kann nicht mehr viel länger noch rumstecken, aber. Jo, ist fein. Wäre das ein Smash-Matze? Auf jeden Fall, also zu 100%. 20 Puls? Surely krieg ich den Early. Ja, ich glaube dran, weil das Pity schon bei 63. Was? Meine Bilder sind schon vorbei. Und Hard Pity bei 80. Oh, ich glaube, das war Forster Hard Pity. Ah, das ist ich komm halt so nicht auf Hard Pity auf diesen Banner, ne? Ja, auf wie viel Pity bist du? Das war jetzt 30, jetzt kommt 40. Schade. Halt nicht. Also die werden auch nicht besser, also. Also Forster krieg ich wirklich nur auf Hard Pity, was ist das? Nein, was ist das für eine Waffe überhaupt? Ich kenne das nicht. Changen, obwohl es dich überhaupt nicht lohnt, das zu exchangen, okay. Und man kann sich Coins kaufen. Oh, ich krieg doch nicht nur. Digga, warum krieg ich die Waffe? Na immerhin habe ich mehr nicht auf Hard Pity bei Forster bekommen. Man kauft sich lieber die Exchange-Dinger anstatt die 5-Star-Cons. Welche Exchange-Dinger? Du kannst exchangen wie, Ding, wie Stardust. Hier, meinst du? So. Mhm.
Aber du kannst damit auch Cons holen für 5 Stars, deshalb. Wait, 360, das ist insane viel. Nein, das sind 30 Puls. Immer auf das andere, aber lieber gamblen, ganz ehrlich. Und vor allem so lange spielst du das Spiel wahrscheinlich. Jojo, Mobili, du hast keine Laufanimation. Ja, eins nach links. Ich dachte, man kriegt noch einen Free 5-Star Selector. War das nicht so? Geh doch wieder auf die Dinge. Du kannst doch welche holen, du kannst 5 Puls holen. Also Mobili. Ja, das lohnt sich nicht, wenn ich noch gar keinen Tempel machen kann. Dann kannst du die halt von beiden Puls holen, dann kannst du noch mal einen Tempel machen. Mobili, kannst du mir beantworten, warum du keine Laufanimation hast mit dem ersten? Yo, wait, der ist ja wieder am Leben. What the fuck? Echt? Es ist richtig schlimm. Ich seh's. Bro, dieses Spiel haben sie released. Sie haben sich gedacht, das ist Peak-Content, das releasen wir. Und das betiteln wir als Genshin Impact Killer. In welcher Welt soll ein Spiel... Ich glaube, die haben es nie als Genshin Impact Killer betitelt, so vom Ding her. Ja, aber die Leute dachten. Ja. Es ist halt einfach so viel schlechter, aber als Genshin, das kann man halt gar nicht fassen. Und wie viel schlechter das war ist. Das war doch wirklich von Anfang an auch obvious. War es auch. Wer dachte wirklich, dass wir der Genshin-Killer? Es gab Leute, so viele. Also ein richtiger Genshin-Killer ist so oder so nicht möglich. Yeah. Ja, weil die Company ist einfach zu groß und sie macht zu viel Geld. Wenn ein Genshin-Killer auf den Markt kommt, dann stecken sie einfach noch mehr Geld in Genshin-Development im Notfall. Also wenn es jetzt wirklich richtig knapp werden sollte. Je, mit irgendeinem Spiel. Weil das, was sie jetzt rausbringen an Content, ist glaube ich nicht das Maximum, was sie machen könnten. Nee, es ist absolut nicht. Eben, das meine ich. Also wenn. Ja. Die könnten so viel dir einfach auch schenken, das ist unfassbar. Ja, eben, wenn es je wirklich richtig knapp wird, dann spielen die ihre Trumpfkarten. Das ist halt. Geben die einfach 30 Puls und dann ist jeder wieder. Ja. Ja, aber die Anniversary war schon fatal. Das war so der erste Anniversary, wo man. Ich weiß nicht, wie viel war. Ich glaube, es waren irgendwie 100 Packs oder so, hat man da bekommen. Aber am ersten? Ja, ja. Ja, ich glaube, es waren nicht mal 100. Mit was? Ich glaube, es waren 50 oder so. Also, war oder? Ich check nicht, ich fand das Event zum Beispiel mega geil, was da war. Ich erinnere mich nicht mehr. Das Event war so geil, das war so ein Dungeon und das war immer randomized. Wie es aufgebaut war, und das hatte auch so Fallen drin und alles. Und das war eigentlich wie Simulated Universe, aber es war aufgebaut wie so ein Labyrinth. Auf so Dungeon-mäßig. Und da gab es dann immer so Fight-Challenges und da konnte man eine Fight-Challenge auswählen, dann hat man am Ende vom Fight Power-Ups bekommen für die anderen Fights. Und am Ende gab es einen Boss, der halt actually. Ach so, ja, ich erinnere mich. Aber das Ding ist, du guckst zum Beispiel, ich glaube so einen Monat vor oder so, oder ich weiß nicht genau wie viel vorher, gab es halt in Rumble's Bounty Rush so Anniversary. Und da kriegt man halt gefühlt so 400, nicht mal gelogen, wahrscheinlich so 500 Gems, man bekommt. Welches Anniversary? One Piece Bounty Rush. Ja, ja. Aber da geben sie auch einfach schneller was weg, weil ja, die Leute bleiben dann auch immer. Ja, und dann denke ich so, ja, okay. Dann mag ich vergessen jetzt auch mal, es ist nicht mal einzig cool gewesen. Ja. Ne, bei Genshin habe ich nichts Krasses erwartet. Es gibt 2 Arten von Gacha Games, die richtig viele Rewards geben und die dir nichts geben. Genshin also gehört zu den Games, die dir nichts geben. Es gibt sehr wenige Games. Ich bin nochmal weg, aber ich komme wahrscheinlich nachher nochmal, wenn es mir langweilig schreiben, also. Ciao. Jo, ciao. Aber ihr findet doch auch schon, dass wir mal Gartic Phone spielen sollten, ne? Damit wir auch solche wunderschönen Meisterwerke kreieren können. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Also ich sehe immer. Oder was? Die
Belohnungen sind auch ein Teil, warum ich und wahrscheinlich auch viele andere Genshin verlassen haben. Man bekommt einfach zu wenig. Das kann gut sein, dass actually ein paar Leute... Tatsächlich wäre das Game wahrscheinlich auch ein bisschen größer, hätten sie ein bisschen mehr Rewards gemacht. Ich verstehe auch nicht ganz, weshalb sie so wenige Rewards machen, weil am Ende des Tages würden sie eher davon profitieren als verlieren. Ja, ich check's auch nicht. Aber keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, du kriegst einen Free 5-Star-Selector, aber das ist scheinbar Cap gewesen einfach. Ja, das dachte ich auch beim ersten Anniversary, oder? Bei Genshin dachte ich das auch beim ersten Anniversary. Ne, hier hat man eigentlich gehört, dass es einen Free 5-Star-Selector gibt. Nee, also hier weiß ich nur, dass man... Da wüsste ich nur, dass man sich, nachdem man 5-Star gepult hat, beim Standard-Banner durfte man sich aussuchen, wer die nächste PT sein wird. Das dachtest du, meinst du? Ne, also das ist bei mir passiert. Bei was? Bei dem Game, das du gerade sagst, bei Wuthering Waves. Achso, ja, bei Wuthering Waves ist es so. Aber ich meine, dass du einen Free 5-Star bekommst und dann auch noch selecten darfst, wer das sein soll. Nein, also, na, ich bin halt überhaupt nicht in Wuthering Waves so drin, deswegen kann man also nicht auf mich hören, so, aber davon habe ich noch nicht gehört. Ich habe auch noch von recht gar nichts anderem gehört, so, aber... Ja, gut. Die 20 Puls waren es jetzt auch nicht. Ich habe so komplett Dogshit bekommen, das ist auch ehrenlos. Ich habe auch den hier immer noch nicht bekommen. Ich habe einfach nur die hier 50 Millionen Mal bekommen. Die ist der schlechteste, glaube ich, auch noch von den vieren. Ja, von den drei Forstars. Ja, du bist doch eh schon viel zu stark. Du bist sowieso schon viel zu was? Stark. Hä? Wie meinst du das? Dass du schon viel zu stark bist. Ihr macht auch nur Spaß, wenn es eine gewisse Schwierigkeit hat. Ja, gut, aber ich kann den ich spiele den Charakter dann halt einfach nicht. Ich habe einfach nur Sachen, Constellations von einem Charakter bekommen, den ich nicht spiele. Wait, gibt's 5 oder 6 Constellations? Das sah aus wie 5. Es gibt gerade mal 5 Cons. Ah ne, 6. Hier, ganz unten habe ich es nicht gesehen. Alto. Oh wait, achso, deshalb hat der Skill so einen kurzen Cooldown. Ich dachte, das war allgemein so. Aber mal, das ist einfach nur, weil ich den Cooldown so stark verringert habe. Ja, weil ich C1 hab. Sonst wäre es einfach 4 Sekunden länger, dann wäre er übelst scheiße. Also Alto ist schon an und für sich nicht der beste Charakter. Ja, da wäre er noch schlechter. Gegrillt, sage ich euch. Es ist x gleich l und ich schreibe x gleich 1. Yes. Was ist das denn für ein Viech? Das sieht auch so aus wie so ein fucking... wie so ein böser, starker Elden Ring Boss oder was weiß ich, Dark Souls. Aber der ist halt so ein Waschlappen, das ist crazy. Ja, also das Game, das kommt, das sieht gar nicht einfach wie ein Waschlappen, aber sonst gab es... ja。喜欢我的魔术吗？打不着我。再快一点！呼！真好玩！尝尝可的厉害。 Ja, und das Viech ist einfach gestorben. Mit was? Morning Eggs, was macht das Viech überhaupt?
transforms into morning eggs to continuously attack enemies, dealing spectro damage. Wait, ich bin sogar spectro. Wait, nee, nevermind. Healing Bonus ist auch komplett Dogshit. Glacial Damage Bonus. Bringt mir halt nichts, wenn ich keinen Glacial Character hab. Oder nur einen Scheiß. Er ist Electro. What? Der sieht aus wie so ein Glacial Character. Great Echo Level 1s. Dafür muss ich erstmal gute Echos bekommen. Ich muss mal einfach so möglichst viele Echos sammeln. Weil je mehr du sammelst, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass du bessere Echos bekommst. Okay, schau mal kurz nach, was gibt's hier alles? Pioneer Tutorials? Ja, das ist halt, was ist das? Trophies, Bro, was ist das hier die ganze Zeit? Wo kannst du noch was bekommen? Das ist Login Event, das sind halt Gegner, die man killen soll. Das ist halt irgendeine Scheiße. Ja, richtig, wollte noch den Automaten machen. Ach man, hier ist ja auch alles. Du das gemacht, Chingling? Bitte was? Was hab ich gemacht? Den Automaten gemacht. Den was gemacht? Automat für die Europawahl. Ich hab den gemacht. Achso. Nee. Wählst du überhaupt? Nee. Ich oder ihr beide? Und du kannst dann auch gar nicht wählen. Ja, ich bin 15. Nee, ich will nicht. Deine Meinung zum Ausdruck bringen. Ich hab ja, meine gemacht. Meinung zum Ausdruck bringen, ja, und was soll ich damit machen? Das ist wie Demokratie funktioniert. Du musst deine Macht deiner Stimme benutzen. Ja, was, wenn aber alle Parteien scheiße sind? Dann musst du die wenigsten scheiße. Genau, dann musst du das kleinste Übel wählen. Damit die anderen nicht gewinnen. Ja, gut, dass ich halt nicht mal weiß, was die Parteien machen. Guck, das ist dann halt so ein Grund, aber nicht so alle sind scheiße. Dann musst du dir halt das Programm angucken oder du machst einfach den Wahlomaten und vertraust dem Ergebnis. Zum Beispiel, ich sag auch nicht, yo, alle Parteien sind scheiße, weil ich so überhaupt keine Ahnung davon habe. Alle sagen, das war aber so. Ich habe keine Ahnung davon, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob alle Parteien scheiße sind oder nicht. Im Moment machen jedenfalls großen Mist, die gerade in der Regierung sind. Ja. Das heißt, was empfiehlst du mir dann zu wählen, statt der Grünen auf die AfD zu gehen? Das wäre eine Option. Aber das Blöde ist halt für uns, dass die meisten Parteien die Wehrpflicht einführen wollen. Da habe ich ehrlich gesagt weniger Bock drauf. Ich auch nicht. Das Geilste wird vor allem sein, dass die Wehrpflicht wahrscheinlich mal wieder Männer-only ist. Ja, darüber haben wir in der... Das heißt, da müsste man... Ich glaube die Linke will das einführen, ne? So, Bro, wenn die Linke ist doch dafür, dass alle gleich sind. Komm, dann müssen wir auch Frauen mit einführen. Will ich mal sehen, wie viele Leute das noch machen wollen. Ja, das war ein Gefühl, also nur die Linke wählen, damit die Frauen auch mitmachen müssen. Wir ziehen die Frauen mit in den Mist. Ja, Digga, das ist so stupid. Vor allem, warum wollen sie Wehrpflicht haben? Nenne mir einen guten Grund. Ja, weil die alle denken, dass jetzt ein Krieg mit Russland kommt. Ja, nur wenn sich Deutschland einmischt, ist halt das Geile. Ja, das wäre halt gleich mit einem dritten Weltkrieg, deswegen wird es nicht passieren, wenn die Politiker ja noch einen Funken Verstand im Kopf haben. Die Schweizer System. Aber die Sache ist ja auch, man könnte dann ja auch irgendwelche, wie heißt das, Sozialdienst, nee, also wenn man nicht als Soldat macht, sondern... Dann musst du halt so irgendwo arbeiten und irgendwo helfen im Krankenhaus oder so, keine Ahnung. Ah, meinst du, soziales, ja. Nee, Sozialdienst heißt das, glaube ich. Ja, aber ist es nicht
stimmt, das war nicht. Oder zumindest. Ja, dann, oder, genau, dann musst du es dann ein bisschen länger machen, als wenn du aufs Schlachtfeld gehst, so als Soldat, aber. Du hast halt nicht die Chance, dass du einfach random stirbst. Nee, ich glaub nicht. Was würdest du den machen? Ja, ich würde den, glaube ich, auch nicht machen. Mein Dad hat den auch nicht. Mein Opa hat den gemacht. Bro, ich hab einfach drei hintereinander bekommen. Drei Echos. Ich hab immer nur Two-Star-Echos bekommen, maximal. Ich krieg mal so. One-Star oder Two-Star, das ist ultra scheiße. Guck dir mal, vor allem in der Ukraine, ja, bist du so gemacht, dass du einfach mit 60 noch wehrpflichtig bist, so. Hey, W, Bro. Ja, und dafür bin ich so, trust. Denkst du mir so, du bist jetzt, keine Ahnung, endlich 50 oder so, die kann ich nicht mehr einziehen, so, und dann denken sie, oh, wir haben keine Soldaten mehr, Zeit, das Alter anzuheben. Ja, Digga, also mit 60 noch wehrpflichtig, das wäre auch einfach gut. Opa, komm, komm, bitte, komm wieder rein. Was ist das für ein Auto-Targeting, Bro? Ich verstehe auch nicht, was der Rabe immer macht. Die Ability ist auch so behindert. Absorb 3 Echoes, Consume on 80 Wave, ja, Digga. Ich weiß halt nicht mal, was ich fahren soll mit meinem Zeug. Egal, ich level mal die hier. Wait. Oh, davon habe ich eine Menge. Ja gut, dann gehe ich mal craften. Synthesis. Synthese. Das ist einfach Teil, der ich schon 5000... Wie viel ist 5000 mal 3? 15.000? Oh Gott. Was? Du bist Mathe, was ist 50.000 geteilt durch 15.000 geteilt durch 60? Was? 15.000 durch was? 60. Bro, I don't know. 1500 durch 6? 15.000, ja. Ja, 1500 ja, durch ja, 6 ja. Ist es dann, also 7. Es ist mehr als 2000 und weniger als 3000. 250 müsste es dann sein. Nicht? Sehr richtig, 15 durch 6. 250. Wenn 25 mal 6. 2,5 mal 6 ist ja 15. Und dann hast du 3 Nullen rausgestrichen, also muss das 15.000 sein. Was? Nee. 2500, meinst du? 15.000 durch 60 sind 250. 250. Ja, das ist irgendwas von 15 gesagt. Gib's einmal in den Taschenrechner ein, wenn du ganz sicher sein willst. Also 250 ergibt es da. Ungefähr. Muss ja nicht genau sein. Durch 60. What? Oh mein Gott, man muss Union Rank 20, fuck you. Ja, ob ich das mitmache. Oh mein Gott, ist das Game nervig. Weg mit der Atomphysik. Genug Physik für heute. Ja. Und nein, es geht nicht um Atombomben. Es geht um einzelne Atome. Ja, gut.
Ja. Crazy, hätte ich nicht gedacht. Über Atombomben redet man eher in Kernphysik. Wait, hier war sogar ein Waypoint, ich bin so behindert. Was hast du gesagt? Ich hab irgendwie einfach komplett ausgeblendet, dass mein Physik überhaupt existiert. Ja, das ist kein Problem. Passiert jedem mal. Wait, wo the fuck bin ich? Ach, jetzt. Ich habe gerade realisiert. Ich habe gerade realisiert, dass ich viel zu viel Zeit in. Hält mal einen Timer auf darauf. Bro, das sind doch gerade mal 2-Star-Viecher. Was soll das denn? Havoc Damage. Das ist, glaube ich, einfach actually sowas wie die Artefakte um den Ring. Was ist das denn? Bro, ich weiß halt wirklich immer noch nicht, wie das Game richtig funktioniert.
Was ist das überhaupt? Was krieg ich hier für eine Scheiße? Das lohnt sich ja gar nicht. Okay, das war's. Das ist fucking Joe. Game schon keiner Ass. Das ist Hazard Record. F1 ist in dem Fall Events. Alter, ich habe immer in Rather Race so 120er Ping gehabt. Das war verdammt. Bro, bei mir ist das recht normal. Vor allem am Tag des Releases, Digga, du weißt gar nicht, wie viel man davon hatte. Also wie häufig man so einen scheiß Ping hatte. Ich bin Union Level 19? Seit wann? Oh mein Gott, ich glaube, ich mache einfach ganz schnell eine Quest oder sowas. Wait, was ist das? Das war doch einfach nur der Biss. Na ja, gut. Das sind halt Level 50, das ist Ass für mich. Sieht halt aus, wie wenn ich es einfach nicht rechtzeitig schaffen könnte, jemals. Ja, ich mache auch einfach gar keinen Schaden, what the fuck. Wait, what? Ich glaube, es ist eine Art Boss oder was? 怎么一个？藏起来不变薄了，真理的通途。真好啊！藏起来避避风头，别担心，小眼法而已。 Yo, das Viech killt. Oha. Wait. Ist actually schwer. Die killen einen. Hä? Von wo wurde ich gehittet? Ja, Digga, der two-shottet dich ja einfach. Und der hat eine riesige AOE. Was ist das? Macht ja gar keinen Sinn, dass Floor 3 so einfach war und Floor 4 einfach
dich auf einmal one-shottet. Oder two-shottet, je nachdem. Ist der gestorben? Ja, das macht einfach keinen Sinn. Mal live von dem Schaden. Ich meine, die Viecher machen jetzt statt 200 Schaden, die auf einmal 3000. So, by the way. In dem Ordner mit den Grafikfunkzeichen sind fast 900 Dateien. Bitte was? Also es sind fast 900 Dateien. Die Zeichnung. Von Grafikfunk. Das ist krass. Hä? Jetzt war ich voll real one-shot. Ich war full HP. Ah, okay, ja, das versuche ich nicht mal. Ich mache literally keinen Schaden und die Viecher one-shotten mich. Ja gut, das mache ich nicht mit. Ich hab nicht so lange gespielt, es waren halt nur Runden mit vielen Leuten. Das heißt. Na, Alter, das Game ist ganz komisch, es ist entweder viel zu einfach oder viel zu schwer, es macht gar keinen Sinn. Also nicht gebalanced, sag ich's mal. Es ist absolut nicht gebalanced. Schlechter gebalancedes Zeug habe ich glaube ich noch nie gesehen. Das ist so, wenn du irgendwie von Overworld World Level 7 Overworld zu Floor 12 gehen würdest auf einmal. Noch schlimmer sogar. Nein, ich glaube nicht noch schlimmer. Doch, das ist actually insane. Ich kann mir nicht vorstellen, also du, ich glaube du übertreibst. Ich kann mir nicht vorstellen, also das ist halt schon ein easy Überspruch. Ja, ach was. Ich gehe von, ich könnte 2 Minuten AFK rumstehen und trotzdem überleben, zu, ich bin One-Shot. Ach so, ja, okay. Ich gehe von, ich kill den Gegner in 2 Sekunden zu, ich ziehe selbst nach 50 Sekunden nicht mal irgendwie 10% der HP ab. Bro. Das ist actually insane. Ich seh das Problem. So, das ist, also, unbalanced beschreibt das Problem nicht mal. Ja. Ist halt tatsächlich behindert. Hä, krieg ich gar keine XP mehr dafür für mein komisches Echo-Dings? Dann halt nicht. Warum gibt's hier einfach gar keinen Tower? Das ist übelst weird. Ach, wait, das ist sogar actually 8 von 12. Wait. Ich glaube, das ist sogar theoretisch der Floor 12. Nee, es wird gar keinen Sinn machen, dafür ist es zu leicht. Oder was ist das im Nachhinein? Was ist das Experiment Zone? Hazard Record. Was ist das überhaupt? 5-Star-Echos, ja, ich habe gar keine 5-Star-Echos.
Achso, ich muss erst LO3 erreichen. Was ist das denn? Das ist ja übelst das Game. Da muss ich questen. Ja, what? Fuck off. Ach, dann mach ich's halt so. Wisst ihr, wann der Aldi schließt? Ich würde mal schätzen 21 Uhr. Was? Ich würde mal schätzen 21 Uhr. Aber so genau weiß ich das. Ja, gut. Ich muss nämlich noch Alk kaufen gehen und Snacks. Weil morgen treffe ich mich mit ein paar Kumpels. Und jemand anderes nimmt auch Tequila und Snacks mit, deshalb. Perfekt, kann ich die Kumpels oder? Was? Wahrscheinlich kennt ihr die Kumpels nicht, oder? Nee. Safe nicht, Jäger. Ja. Wait, das war's. Das heißt, man spricht hier wirklich nur und macht gar nichts in echt. Geil. Ich liebe es, dass es wenigstens einen Skip-Button gibt. Ja, das ist das Einzige, was hier irgendwie eine Redeeming Quality hat, sonst wäre das wirklich unfassbar scheiße. Ist es auch so. True. Ich muss sagen, manche Sachen sind hier tatsächlich besser gemacht als in Genshin. Ja. Aber das sind zu wenige, um es tatsächlich ein gutes Spiel zu machen. Und die anderen sind halt sehr viel schlechter. Genau. So geil wie... Was? Weißt du, was das Ding ist? Ich muss dir das so chillen. Also, du musst checken, ja. Es gibt eine Frucht in One Piece. Und die, wenn sich Leute in die Person mit der Frucht verlieben oder sie attraktiv finden, werden sie versteinert, so Medusa-mäßig, weißt du? Und jetzt hat eine Minderjährige die Frucht und jetzt werden die versteinert, so, weißt du? Also. Das ist wild. Das ist One Piece Lore, oder worüber redet sie gerade? Ja, One Piece. Aber niemand guckt One Piece leider von euch. Das ist richtig. Bisschen, aber. Ich hasse lange Animes. Warum? Weil sie lang sind. Nicht in der Lage, so viel zu committen. Nicht viel Zeit. Nee, doch, also ich würde mir die Zeit schon nehmen, aber. Aber. Das ist halt zu viel, so too much, so. Attack on Titan ist auch schon ziemlich lang, so. Das sind einfach das 10-fache davon nochmal. Ja, es ist besser. Also, du. Nein, keine Ahnung. Du kannst ja nicht sagen, weil du es ja nicht. Ja, aber nee. Ich reg mich lieber darauf über auf, dass der Anime nicht weitergeht, als dass der zu lang ist. Let's go. Du nicht auch. Nee, ich wäre lieber in der Lage, unendlich weit. Also, lieber wenn es zu lang ist. Ja, ist schon klar. Da war einfach mein Konto. Ja, das ist schon. Ich hab halt keine Lust, irgendwie sowas, um so richtig in was reinzukommen, wo ich keine Ahnung habe, wie das wird. Ich
Meine 12,1% Crit Rate ist so am Hitten, das ist crazy. Und es wird ja wahrscheinlich auch nicht der Anime sein, der einem am besten gefällt, weil der so gemacht ist, dass er möglichst vielen gefällt. True. Ja, also mir gefällt er zum Beispiel am, also den meisten, die es geguckt hat, denen gefällt es am besten so. Attack on Titan ist auch für viele gemacht. Ja, das ist auch ein Beispiel von so populären Sachen. Ich mach jetzt meinen Valomaten. Mal gucken, was rauskommt. Dinge werden ja populär, weil sie vielen so gut gefallen. Und dann gefällt es halt auch anderen. Was sagt ihr, kommt beim Valomaten Baby raus? Die NSDAP und die AfD. Aber dann auch noch Grün. So, das wisst ihr. Also bei mir kam irgendwie, ich schätze mal die Freien Wähler. Komm bei dir. Wait, das ist jetzt ein Try-Character oder mein richtiger? Scale Slash, okay, ne Moment, das ist nicht mein richtiger. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Ja, weil. Krass, wie es immer noch so hart weg das Game. Oh. Oh wait, das ist eine Animation. Bro, ich war doch so noch am Leben, das kann nicht sein. Ich habe dem mehr Leben abgezogen als er mir. Auch proportional gesehen. Oh mein Gott, wie lang ist denn die Quest? Übrigens, der Kobi hat ja gesagt, hier wurde voll viel gevoiced in Wuthering Waves. In Wuthering Waves ist einfach viel weniger gevoiced als in Genshin. Genshin hatte viel mehr gevoiced Stellen am Anfang. Ist halt echt lustig, wie der Kobi sagt, dass hier wird mehr gevoiced. Stimmt einfach nicht. Wuthering Waves einfach weniger gevoiced. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, ob irgendwas gevoiced wird oder nicht. Ja, du willst sowieso skippen, understandable. Oh, guck mal, die 1 Zölle auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Das ist deine Meinung dazu. Die Einfuhrzölle auf chinesische Elektroautos. Soll erhöht werden. Der Dienstleiter King? Yo, was macht hier auf einmal Nick? Was soll ich denn auf einmal hier machen? Ich weiß nicht, du bist plötzlich gespawnt einfach. Ja, so wie jeder von uns. Fair. Ich bin eigentlich nur da wegen Matze King, Bro. Matze, hast du Bock heute Abend mit mir, David, Anthony, Letizia und maybe die Nini auf dem Holzbierburger zu chillen? Auf dem was? Holzbierburger, du weißt, hinten bei der Pferderennbahn, der Burger. Der Holzbierburger. Ich weiß nicht, wo der ist, Bro. Bro, weißt du, wo die Pferderennbahn in Kniedingen ist, Bro? Ja. Ja, da rechts eben dran ist noch ein fetter Buckel. Achso, da ja, aber was wollen wir da machen? Feuer anzünden und chillen. 20:30. Dann einfach so kaum. Ich würde dann bis 23 oder so. Ja, einfach ein bisschen chillen, also. Ja, aber ich. Boah, ich hab gar nicht den Weg da in dem Kopf. Hä? So, du weißt doch den Weg zur alten Grundschule, oder? Also, soll ich dir kurz den Weg sagen?
Vielleicht rememberst du so. Also praktisch von dir aus, du läufst bis zur Rheinbergstraße. Bis dahin weißt du, oder? Ja, ja. Genau, dann gehst du da hinten dran praktisch hoch und dann kommt dir da die Kirche. Ja. Und dann nimmst du praktisch die erste links und dann kommst du an diesem Restaurant vorbei. Weißt du wo? Restaurant, ja, keine Ahnung. Ja, dann gehst du links, dann bist du bei der nächsten Ecke, ist so ein Restaurant, dann gehst du rechts, dann ist da die alte Grundschule. Die alte Grundschule in Kledingen, so. Ach. Gehört, Bro, was für alte Grundschule, was ist das? Hey, da wo David damals zur Schule gegangen ist. Woher soll ich wissen, wo David damals zur Schule gegangen ist? Also, Matthias, Bro, du solltest dich schämen, Bro. Um was geht's denn? Ich weiß Bro. Nicht, wo David damals zur Grundschule gegangen ist. Nee, es geht darum, Kniedingen, so Matthias, so Kniedingen ist so eigentlich relativ klein. So, du kannst dann eine halbe Stunde... Kannst du vom nördlichsten zum südlichsten Punkt kannst du durchfahren. Mit dem Fahrrad bist du eine halbe Stunde bist du überall so. Small as fuck so. Aber Matthias kennt einfach gar nichts. Er kennt einfach den ganzen Teil, einfach einen gigantischen Teil einfach nicht. Also einen gigantischen Teil von was? Ich weiß halt nicht, was die alte Schule. So, ja schade. Ich kenn mich da auch. Die alte Grundschule. Guck mal. Oder mal, maybe kann ich es so besser erklären. Du weißt doch, wo der Friedhofsspielplatz ist, oder? Ja. Was für ein Friedhofsspielplatz, wie gehört. Ja, du weißt es nicht, du bist ja auch kein Spiel oder so. Oh, doch, ah, nee, never mind, doch, das war. So? Ah, ja. Das ist sogar du weißt es so. Ja, dann gehst du praktisch da hinten, also du gehst praktisch beim Friedhofsspielplatz durch. Da, wo hinten dieses Karussell ist. Matthias. Matthias? Ja. Ja, du gehst da praktisch da durch, wo das Karussell ist. Ja. Dann stehst du ja da an der Ecke. Ja. An der Ecke, wo David Wiedemann wohnt. Du weißt, wo David Wiedemann wohnt, oder? Du Hurensohn! Ja, so, dann wenn du da rechts kommst, dann ist ja da Haltestelle Herwigstraße. Dann gehst du da diesen Buckel nach oben und läufst einfach durch, bis hinten die Pferderennbahn kommt. Ja. Und da gehst du rechts. Hast du es jetzt verstanden? Ja, so. Ja, aber da gehe ich gefühlt nicht lang. Wann gehst du denn eigentlich einfach dahin? Ich weiß nicht, ich muss mal David noch fragen, so wann der ich glaube, aktuell ist 20:30, weiß nicht. Weil wenn nicht, könnte ich auch einfach mit dir gehen und dann. Ich vertraue mir dann. Gehen. Ich vertraue mir nicht. Ja. Ja. Also, wer kommt da alles bis jetzt? Ich, David, Anthony, Letizia. Oh. Erstmal gucken, wer das hier ist. Ah, die Grünen sind ganz unten. Wer war's? Beim Valomaten. Hä, hey, das finde ich groß, Bro. Was ist bei dir ganz oben? Ja, irgendwelche No-Name-Parteien. Wie heißen die? Die Basis. Ja, gut. DSW. Ja, auch gut. Deutschland. Ja, auch gut. DAVA. Kenn ich. PDV. Dann AfD. Aber die Basis und Bündnis Deutschland ist beides gut. Ja. Ich habe heute wieder so einen Brief bekommen, irgendwie. Eine ÖDP. ÖDP will, dass ich die wähle. So. Die schreiben mir so einen Brief, yo, wähle mich mal. Ja, die sind bei mir eher in der Mitte so. Ne, bei mir sind die einfach, ich mag die gar nicht. Oder unteres Drittel, würde ich glaube ich eher sagen. Hä, what the fuck? Bei mir waren die Grünen nicht mal drauf. Bei mir war, als ich Wahlomat gemacht habe, bei mir war AfD ganz oben. Und wenn ich sogar die kleinen Parteien dazu gemacht habe, dann war NPD ganz oben. Das war ein bisschen komisch. Aber das war low-key voll weird so. Der einzige Grund, warum NPD so weit oben war, ist, weil ich gesagt habe, dass ich will, dass das traditionelle Familien gefördert werden. Ich hab das gemacht, dann kannst du ja immer auspinnen, so mal 2. So. Ja, ja. Und ich hab da mal 2 gemacht, dann hab ich das einfach nochmal gemacht, hab dieses mal 2 weggemacht und auf einmal die waren irgendwie Mitte oder so. Bei dir war doch auch der rechte Weg oben. Nee, der dritte Weg, ja genau, der dritte Weg und NPD waren bei mir oben, als ich das gemacht hab. Das ist scheiße. Ja. Das ist auch fatal, Bro. Wie viele Parteien zeigen die an? Und das ist ja ein Wunder, dass die Grünen noch drauf sind. Ja, bei mir war es das dritte.
Ey, unter mir war irgendwie so ein Totenhauer, irgendwie so eine Partei, Bro, keine Ahnung. Ja, die waren bei mir auch. Die tote Partei war bei mir. Die tote. Und diese irgendwas mit F oder auch die Friedenshöfer oder sowas. Friedenshöfer? Hey. Wenn jemand noch die Piraten. Die Piraten, stimmt, die Piraten waren auch gut. Was für Piraten, Bro? Piratenpartei. Hey, ist die Partei nicht? Das ist One Piece nicht so. Sind die, wo wollen, dass du einen Nullerping hast, so. Die Piratenpartei. Das ist ein Nullerping. Sure, die kenne ich dir. Die machen Politik dafür, dass du einen Nullerping kassierst. Das ist W so, ich brauch den Nullerping. Wie die Friedenstöte. Nee, die Friedenstöte. Bro, warum funktioniert das nicht? What the fuck? Was ist das für Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung? What the fuck? Wer ist das? What? Was macht ihr genau? Huh? Nee, ich hab keine Lust mehr, Alter. Dieses Puzzle ist so behindert. Issue. Fuel Tank Pipelines. Freien Wähler Team Totenhöfer waren bei mir oben und danach Gesundheitsforschung. Dann kam CDU, CSU und FDP, also die können. Ja, wie soll man diesen Scheiß hier lösen? Das macht auch gar keinen Sinn. Bro, was macht diese Scheißstange hier? Ich kann es dir für was anderes benutzen. Rotating them with the levitator. Oh mein Gott, das ist dumm, nevermind. Bürgerbewegung, Digga. Chinia. Ach, Freunde der Nacht. Gesundheit. Das war ein Huster. Ja, wieder wie gestern. Wieder wie gestern. Ich check das nicht. Der
schreit noch mit rein in seine Huste und Lisa. Oh Junge, Matthias, wirklich, du machst einfach keinen Sound, Bro. Dein Körper bricht auseinander, wenn du hustest. Ja. Du bist einfach ein sehr zerbrechlicher Mensch. Na, ich hab jetzt auch zugenommen. Bist du jetzt nicht mehr der zerbrechliche King? Wiegst jetzt nur noch, hast jetzt ein 17er BMI, meinst du, statt 16? Bro, ich hatte so ein 18er BMI, aber okay. Na. Ja, als ich krank war, ich hab fett 3 Kilo abgenommen, das war einfach ungeil. Aber man sieht so eine oberen Bauchmuskeln natürlich. Bin ich auch nicht schlecht, so. Ich sehe jetzt meine Armmuskeln. Die sehe ich nicht, so. Ja, weil ich jetzt... weil ich nicht wandspannig in der Schule oder wandspannig bin, ja ich. In der Spannungskleide. Ja, Bro, auf Joba, da spann ich jetzt nicht an. Ich so, wow, aber dann mach ich ja nicht richtig. Pumst du dann, wenn du wow machst? So. Ja, obvious. Ja, war es auch tatsächlich. Da, bitte auch. Jo. Ah, Bro, es sind noch nicht mal die Hälfte der Ferien rum, Bro. Das ist crazy. Ey, das ist W. Aber ja, ist so geil. Du weißt nicht, wie viel Mathe ich vergessen habe. Hast du schon angefangen zu lernen? Nein. Ich auch nicht, oh Hölle, nein, ich spiele dann jeden Tag 2 Stunden, so. Warte mal, Jonathan.Sommer meldet sich auch mal wieder zum Dienst. Ja. Jo. Was geht? Ja, ich schon. Der so dann. Jonathan, jetzt erzähl mal, Bro, was hab ich verpasst, Bro? Ich hab dich schon so lange nicht mehr gesehen. Mhm. Was ist. Was hattest du für Character Acts, so während ich nicht gesehen hab? Aber weitergemacht, bis ich was davor so gemacht hab. Also, bist du auch noch scheiße in Latein? Ja, braucht viel Latein. Bist du jetzt Profi-Boxer geworden zwischenzeitlich? Nee, nicht wirklich. Ich glaub, das braucht noch ein paar Jahrzehnte, aber. Was? Braucht noch ein paar Jahrzehnte? Nee. Bist du jetzt so der Crackest in deinem Verein so? Absolut nicht, Bro. Die sind da seit Jahren. Ja, aber du jetzt doch auch. Ich bin da seit halbem Jahr oder so, I don't know. Aber es ist sehr dubios, so irgendwie die letzte. Bist du jetzt dafür so RIP, so richtig OP? Ja, er hat so richtig Sixpack, er hat jetzt so. Hast du es jetzt geschafft, wenigstens mal ein paar Kilo zuzunehmen? So? Ja, ich bin dabei noch, aber ich hab schon ein bisschen geschafft. Ja. Okay, wie viel wiegst du jetzt, Johnny? Aber review. Was? Wie viel wiegst du jetzt? Ich glaube 48. 48. Okay, wie groß bist du? Hm? Wie groß bist du? Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen gewachsen und hab mich nicht gemessen. 1,60? 1,80. Nicht 1,80, oder? Er sagt oder. Ja, natürlich sehe ich oder. Also, ich, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich so 1,68. 1,68 maybe, I don't know. Bro, überholt mich, das macht mich sauer. Aber ja, wenn du 1,70 wärst oder sowas und 48 wiegst, Digga, dann würdest du, dann wärst du noch schlimmer dran als Matthias. Ja, Bro, das wäre crazy. Ich meine, es ist schwer zuzunehmen, wenn man halt Sport macht. Und nein, nicht so. Ich hab ins Gym gehen und ich hab irgendwie einen Monat oder 2 Monate später hab ich einfach 4 Kilo mehr gewogen. Ich hab einen schnellen Schlauchwechsel, einen sehr schnellen. Bro, frisst nicht. Bro, du sollst Muskeln aufbauen, Bro. Ich hab heute Mittag gegessen, 2 Schnitzel, Kartoffeln, easy. Jo, Nick. Ja? Du machst halt gar nicht so viel Cardio, glaube ich. Ich bin auch aktiv nicht der Cardio-Hitter, das hast du gut erkannt. Und Cardio verbrennt halt sehr viel. So. Ja, aber Cardio macht auch skinny so, aber ich will ja nicht Skinny King werden, das ist ja nicht das Goal. Du wirst eher shredded. Skinny bist du nur dann, wenn du keine Muskeln hast. Ja. Ja, aber wenn du den Matthias anguckst, dann siehst du wenig Muskeln und dann siehst du, warum skinny so. Ich weiß nicht. Ja, aber dann, wenn du Muskeln hast, dann kannst du auch gerne kein Fett haben, trotzdem bist du nicht skinny. Oder von mir ja, aus Skinny. Das stimmt. Ja, aber erstmal müssen halt die Muskeln kommen. So. Hey, warum sind die Level 90? Hold up a sec. Ich verstehe. Was soll ich machen? Ich bin halt schon wieder so skinny.
Karriere ist schon schön. So, Matthias, du hast den Lust. Kannst du heute wieder so einen komischen, speziellen Matthias-Grip haben? Bekommst. Habe ich jetzt. So, was wird gerade getragen? Einfach weiße Shirt. Ach so, das macht einfach so 20.000 Damage. Aber 20.000 Damage in der Nase. Die Latzhose aus. Na, Bro, Hölle, nein. Nicht die Latzhose. Was macht ihr so gerade? Er wird chillen, oder? Ja, wir chillen einfach. Ja. Was machst du? Ich hab so viel. Ich mach auch nichts. Jo, Nick. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Zeit hab. Ja, halt nicht so. Ich guck kurz. Es ist so weird, ich habe mir eine Sache aufgeschrieben in einem Terminplan. Ich hätte niemals gedacht, dass die hier relevant ist. Was hast du dir aufgeschrieben in deinem Terminplan? Ich habe mit meinem Bruder schon. Ich habe mit ihm drei Wochen nicht mehr gesehen. Dann haben wir heute ausgemacht, wo heute. Gucken wir da. Und es wäre schon ein. Oh, was wird gewatcht so für eine Serie? Ich keep blind. Goated Serie, Bro. Wer hat die Serie empfohlen? Mein Bruder. Ja, Goated Bruder, so. Ja, ist mir auch bewusst so. Ist mir irgendwann auch mal aufgefallen, so. Ja, Bro, okay, dein Bruder ist so. Ich hab so gedacht, das ist so ein Pokémon-Watcher, so, aber. Was? Ja, Bro, so hab ich mir das schon so vorgestellt, so von deinen Erzählungen. Wie ist dein Bruder überhaupt? 18. Ich hätte mir den Bruder Loki vorgestellt wie so ein Pokémon-Watcher. Oder wie so ein Demon Slayer-Enjoyer. Nee. Könnte Loki dein Bruder sein. Digga, Bro sagt halt wirklich, dass so Demon Slayer-Shit ist, so Bottom-Tier. Ja. Das ist halt actually crazy. Ey, ich hab es mit Attack on Titan angefangen. Und? Digga, es ist so nicht Bottom-Tier, es ist halt so shit. Schon so bei Folge 5. Es ist so arschdinglich, wirklich. Schau es dir ruhig mal an, Bro. Ja, Digga, dann sag mir, was so ein insane guter Anime ist, sag mir mal. Oder AOT, Jojo. Ja, AOT Bleach. Natürlich, das ist einer. Bleach, okay, cool. Dann der ist so shit, oder wie? Hier, Dings, Monster ist goated, Bro. Aktuell am Watch. Oh, okay, Monster kenn ich nicht mal. Ja, One Piece, Loki hat recht. Bro, du hast doch noch nicht mal One Piece geschaut. Was ist? Oh, wait, hast du One Piece geschaut? Der hat kein One Piece. Ich hab One Piece geschaut, aber. Na gut, dann aber meint. Was haltet ihr von JJK? JJK ist goated bis nach irgendwann dem Manga. Ich hab ein bisschen Manga gelesen und irgendwann, der spammt immer so den gleichen Arc der Manga. Also. Er macht immer so, er wird stärker, Jojo, Gojo stirbt, oh nein, so dann respawnt Jojo wieder. Mach mal nicht, Spoiler. Es stimmt halt actually einfach gar nicht, was du sagst. Doch, es stimmt. Es stimmt so nicht. Ist egal, man, die spoilern einfach. Es stimmt hart. Digga, dann hast du halt den Manga, den Manga so absolut nicht verstanden und du willst mir sagen, ich hab schon. Nein, ich hab den Manga abgebrochen irgendwann, ich hab das nur aus Erzählungen. Ja, Digga, es stimmt halt einfach nicht, wer auch immer das gelesen hat, ist geistig behindert, der weiß gar nichts. Bro, du hast einfach keinen Taste, Bro. Was für ich hab keinen Taste, du Spaß. Du hast nicht diesen Taste, Bro, du bist nicht dieser Kunstwerter. Bro, wie nicht? Literally, ich sag nur. Hä? Ich sag nur, Deems, der ist gut. Literally, der Rest, sag ich, ist auch gut. Du sagst, ja, du magst eine Sache nicht, die ich mag, deshalb hast du keinen Taste. Bro, was ist das für eine Scheiße, was du laberst? Kann ich genauso gut kann ich sagen, du hast keinen Taste, du laberst Scheiße. Du hast absolut schlechtesten Taste der Welt dafür, dass du sagst, dass Demon Slayer schlecht ist. So, Bro, es ist genau das Gleiche, das du machst. Okay, es macht einfach... Es ist so fucking unbased, was du laberst. Du hast halt nicht mal eine Begründung dafür. Digga, wie kannst du irgendwie eine Aussage und eine Bewertung für etwas geben, wenn du wirklich nicht mal überhaupt etwas dafür anführen kannst? Okay, Begründung erst. Ist es scheiße geschrieben, zweitens ist es scheiße gezeichnet, drittens die Charakter kannst du einfach import export. Bro, wie ist das scheiße gezeichnet? Wie zum Fick ist es scheiße gezeichnet? Es ist so nicht scheiße gezeichnet, es ist bekannt als einer der bestanimiertesten Anime. Wenn du sagst, es ist schlecht gezeichnet, dann hast du halt actually absolut keinen Taste, weil es ist so viel besser animiert als so gefühlt alle Animes, die es gibt. Bis auf halt ein paar Top-Tier-Anime. Bro, es geht um gezeichnet. Ich gehe. Ja, warum beschwerst du dich halt über den scheiß Manga, wenn es um den Anime geht, du Spaß? Scheiße, siehst du Durchfall?
Nein, es ist auch dann kein Durchfall, aber ja, es ist nicht so peak. Aber es geht ja auch nicht um den fucking Manga, sondern um den Anime, du Spaß. Wirklich. Ich sag so, kritisiere was am Anime. Der Manga ist schlecht gezeichnet, Digga. Was ist das für eine Kritik? Bist du geistig behindert? Hallo, kannst du überhaupt hören? Hast du überhaupt irgendetwas in deinem Gehirn, dass du überhaupt verstehen kannst, was ich dir sage? Hallo? Ja, ja, mit Herz sogar. Demon Slayer ist scheiße und kommt drauf klar. Du sagst, der Manga ist schlecht, deshalb ist der Anime scheiße. Der Manga ist nicht gut gezeichnet, deshalb ist der Anime scheiße. Wie? Wie macht das Sinn? Nee, beides ist scheiße. Ja, und warum beschwerst du dich denn über die Zeichnung? Du sagst, es ist scheiße geschrieben, okay. Weil es nichts Positives schön daran gibt. Ja, guck mal, es gibt zum Beispiel bei Berserk, es ist so, da ist der Manga goated, aber die Anime-Adaption ist scheiße so. Ja, das ist obvious. Ja, und wenn du dann den Manga liest, dann denkst du so, Loki goated so. Weil. Ja, weil das auch literally der Top 1 Manga ist, den es gibt. So, wenn das nicht goated wäre, dann würde es doch scheiße labern. Und zwar, bei Kimisla, ich habe jetzt die vorletzte, also die, es gibt ja diese komplett neue Staffel, die habe ich noch nicht angeguckt. Und die davor. Es gibt so einen Ausdruck, und zwar, ich schlaf einwärts. Und eigentlich nehme ich das immer so auf die leichte Schulter und denke so, ja, ich bin langweilig. Aber ich bin literally während bisher eingeschlafen, weil es so langweilig ist. Weil es keine Story gibt. Keine richtige, weil es einfach dumm so langweilig geschrieben ist. Auf jeden Fall, ich komme jetzt 20 Minuten wieder. Ich habe absolut nicht verstanden, was du gesagt hast. Was hat er gesagt? Dass Demon's Slayer dumm und langweilig geschrieben ist und dass man während der Story einschläft. Das ist schön, aber die Mehrzahl würde da nicht zustimmen. Ja, hätte die Mehrzahl keine Ahnung gehabt. Oh, okay, dann, ja, true. Gut, von mir aus. Ich sag trotzdem, es ist einfach sowas von absolut Cap, was du sagst. Du ratest es fucking Bottom Tier. Ich sag, es ist nicht Top Tier, aber es ist so nicht Bottom Tier. Ich sag, es gibt sehr, sehr wenig Werke, die schlechter sind. Mir würde persönlich kein Werk einfallen, das schlechter ist. Ah, okay, dann hat also so gefühlt 90% aller Anime-Watcher einfach kein Taste, true. Ja, hast recht. Nee, 90% der Anime-Watcher schauen Demon Slayer zum ersten Mal. Hast einfach recht. Nee, weißt, du hast einfach recht. Dann nicht besser true. Ja, ich hab recht, finde ich gut. Ja, true. Darüber, da sind wir uns einig. True, der große Hype um Demon Slayer, das Geld, das sie generiert haben, stimmt, das liegt einfach nur daran, dass einfach alle scheiß Trash haben, Trash-Taste haben. Stimmt. Nee, wie gesagt, das liegt einfach daran, dass es zu einer Zeit rauskam, wo einfach extrem viele Leute Newcomer in Anime waren, dann war das deren erster Anime und die kannten nichts Besseres. Ich versteh's schon. Ich hab's direkt nach AOT geschaut und ich fand's trotzdem gleich gut. Nick, die fein schlechten Taste als Taste, der anders als seine ist. Aber wirklich, es ist so scheiße, so, du laberst so kacke, es stimmt einfach nicht. So, wie viele Leute haben mit AOT als ersten Anime angefangen? Ich kenne sehr viele Leute, mich damit eingeschlossen. Trotzdem hat es mich nicht genug geflasht, um direkt für mich sagen zu können. Das ist verständlich, wenn man sagt, jeder Taste anders ist als meiner, ist schlecht aus meiner eigenen Perspektive. Nein, guck mal, ich sag zum Beispiel, bei Pascal Arbeit so, bei Blue Lock sind wir uns zwar uneinig, so, aber ich verstehe, warum er, also ich finde es valid, was er sagt. Ich finde einfach nur, die Aspekte, die er an Blue Lock gut findet, gefallen mir nicht. Aber seine Argumentation ergibt Sinn, warum er Blue Lock gut findet. Aber an Demon Slayer, es gibt nichts, was man an Demon Slayer gut findet. Es gibt nicht einen einzigen Aspekt. Doch, natürlich, ich habe dir sogar schon früher in unserer Argumentation, okay, habe ich schon früher mehrere Aspekte dazu genannt. Und du hast einfach, und jetzt sagst du einfach, es gibt keinen Aspekt, den man gut bewerten kann. Oh, okay. Ja, nee, weißt du was? Die du dann genannt hast, stimmt, das von anderen Literally, die entweder Copy-Paste waren oder von darum 50 mal besser gemacht wurden. Nein, aber das halt eben nicht. Das ist halt eben Cap. Das stimmt dann halt einfach nicht. Vor allem, weil du dann besser wieder als deine eigene objektive Meinung, also als deine eigene subjektive Meinung dann ansiehst. Ich meine, deine eigene subjektive Meinung siehst du als objektiv an, als eindeutig besser und das stimmt, okay, was du denkst wieder. Es ist dann halt einfach wieder Cap. So macht, dass Shinny mal sagt, was er gut findet und dann sagt Nick, wo das gecopy-pastet ist oder bei anderen besser ist. Anstatt dass wir einfach nur dumm drauf aneinander losreden und ihr werdet niemand anderen überzeugen. Nein, Nick sagt, das ist ja so. Nee, Bro, Johnny, da gibt's ein Problem, weil das Ding ist halt, er hat an sich recht, aber. Ich hab es ist einfach falsch, Bro. Hä? Das ist das Problem dabei. Ach so, ich habe recht, aber es ist falsch. Bro, Alter, das ist ja auch wieder bodenlos. Dann, also, nee, da wird halt auch nicht mehr argumentiert. Das war's dann auch einfach. Okay, kannst du kurz erklären, was du gesagt hast? Ich versteh's irgendwie nicht. Er hat an sich recht, aber eigentlich ist er komplett falsch. Das will ich auch verstehen. Das ist krass. Crazy.
Also, wie meinst du das? Nee, das Problem ist halt, dass er Sachen daran finden wird, die er. Oder sag mal ein Beispiel, was du gut findest an Demon Slayer. Okay, erstmal mal zum Beispiel die Zusammenarbeit von der Animation mit der Musik ist sehr, sehr gut zusammengekoppelt. Du hast halt wirklich eine Musik, die wirklich eine sehr gute Atmosphäre kreiert, die auch sehr gut zu den Situationen passt. Den Punkt so wie auch zum Beispiel das Voice Acting oder. Punkt. Was? Den Punkt akzepte ich, so gehen wir zum nächsten Punkt. Okay, gut. Allgemein finde ich tatsächlich die Grundidee davon auch sehr gut. Es ist einfach eine normale Fantasy-Geschichte und es ist tatsächlich auch sehr ähnlich wie bei Bleach. Einfach eine, wo du halt Monster hast, die halt gegen Menschen kämpfen. Fertig. Das Konzept mag ich auch. Das Grundkonzept. Und dagegen kannst du auch nichts sagen, weil sonst aber würdest du auch Bleach scheiße finden. Nee, das Problem ist halt einfach, dass Bleach dieses Konzept tausendmal besser umgesetzt hat. In Tanjiro's, also beziehungsweise bei Demon Slayer, macht einfach so viel daran keinen Sinn. Okay, sag mir, was keinen Sinn macht. Erstmal, dass die Atmungen alle überhaupt nicht richtig existieren. Wo Feueratmung erzeugt kein Feuer, Wasseratmung erzeugt kein Wasser. Ja, es erzeugt auch kein Wasser, es wird ja auch erklärt, das sind einfach nur visuelle Effekte, das erscheint nur so wie Wände. Tatsächlich noch Wasser wäre. Erstens das, zweitens, dass irgendwann. Was macht daran keinen Sinn? Das heißt einfach nur, dass sie nicht irgendwie supermenschliche Fähigkeiten haben. Ies, okay. Macht keinen Sinn, true. Oh, ja, gut, mal genommen. Fahren. Nee, es macht keinen Sinn, dass du ohne supermenschliche Fähigkeiten hast, supermenschliche Wesen besiegen kannst. Hä? Natürlich macht das Sinn. Das ist so, wenn du sagen würdest, ein Kleinkind könnte keinen erwachsenen Menschen töten. Weil es ist ja ein Kind gegen einen Erwachsenen. Denn ein Erwachsener ist ja viel stärker. Das heißt, das Kleinkind könnte niemals einen Erwachsenen töten. Nee, aber dieses Kleinkind könnte nicht den stärksten Erwachsenen auf der Welt töten. Ja, ach was. Nee, doch auch dann. Ja, ach was. Und genau das ist ja das. Nein. In einem aktiven 1 gegen 1, du hast zum Beispiel einen normalen Rank and File Demon Slayer gegen Musan Kibutsuchi, also Kind, gegen den stärksten Menschen, Musan. Natürlich gewinnt der normale Demon Slayer nicht. Aber ein kleines Kind könnte trotzdem mit einem Messer gegen den stärksten Menschen der Welt, gegen den stärksten Erwachsenen der Welt, der gerade am Schlafen ist, trotzdem gewinnen, wenn er am Schlafen ist und ihm einfach die Kehle aufschlitzt. Easy, gewonnen. Tot. Das heißt, du benutzt eine Schwachstelle. Natürlich macht das Sinn. So, wenn du sagen würdest, du kannst nicht irgendwie gegen diese Hollows gewinnen, wenn du nicht irgendwie einen Bankai hast. Weil du brauchst einen Bankai, um die Hollows zu killen. Na, ja, true. Gleiche Argumentation. Nein, Loki nicht. Doch. Nein. Doch. Tanjiro bekommt. Sag mir eine Sache, wofür musste Tanjiro kämpfen? Wofür er kämpfen musste? Ja, obviously für Skills, dass er überlebt. Ach so, wait a minute. Ich hab vergessen so. Alle Dämonen werden blutrünstig und fressen dann darauf. Außer Tanjiros Schwester. Da passiert dann komischerweise. Nee, du hast auch Tamayo und Yushiro. Ja, okay, dann haben wir von 50 Millionen haben wir genau 3 und Tanjiro hat das Glück, dass eine davon seine Schwester ist. Ja und? Dann hast du halt das Glück, dass der Vater von Ichigo zufälligerweise ein fucking... Ich hab vergessen, wie die hießen. So ein fucking Soul Slayer war oder was auch immer und dass er zufälligerweise auf, wie heißt es nochmal, Rika trifft oder so ein Scheiß. Ja. So, wie unwahrscheinlich, das kann gar nicht sein. Bro. Same argument. Warum ist er der Talentierteste? Warum ausgerechnet er? Er ist nicht mal der Talentierteste, Bro. Ja, ist er nicht, aber... Literally 40 Mal härter gearbeitet als gefühlt alle anderen, Bro. Ja, cool. Tanjiro auch. Nein. Ja, okay, dann halt nicht. Loki, Tanjiro... Warte mal, wie lange hat es gedauert von Tanjiro, bis er... bis er bei diesem komischen alten Typen da diese komischen Atmungen erlernt hat und diesen komischen Typen mit den Spinnen da getötet hat. Monate. Und außerdem gab es... Es gab Timeskips, es gab eine Trainingssession und er war auf unterschiedlichen Missionen. Das war irgendwie die dritte oder vierte Mission, die er hatte, bis er den Spinnentypen getroffen hat. Bist du geistig behindert? Das war nicht die erste Mission, die er hatte. Das war nicht erstmal das erste Mal, nachdem er irgendwie so rausgegangen ist. Der ist außerdem mehrfach fast gestorben. In seinen normalen Missionen. So, Bro, das stimmt einfach nicht. Dann hast du es halt auch einfach dir falsch gemerkt. Tut mir leid. Aber das stimmt dann halt einfach nicht. So, sag mir, wie lange hat es gedauert für Tanjiro, stark genug zu sein, um diesen Spinnentypen zu finden?
Das ist eine gute Frage, davor, ich weiß es nicht, aber lang genug. Auf diesen Stein eingeschlagen, da musst du ja kaputt machen. Auf er hat, und auf jeden Fall hat es nicht länger als ein Jahr gedauert. Lange. Doch. Und 100% nicht länger als ein Jahr gedauert. Dann nicht. Guck doch mal nach, du bist doch hier der Experte und so. Ein Jahr wäre für dich noch das Maximum, aber länger glaube ich auch nicht. Ah, okay, ja, dann sagen wir sogar, es waren 2 Jahre von mir aus. Und er hat ja nicht mal den Spinntypen besiegt, by the way. Der Spinntyp hat ihn komplett hops genommen. Er hat erstens Zusammenarbeit mit Nezuko, die halt absoluten Cheatcode hat, mehr oder weniger, hat er zusammengearbeitet und trotzdem wurde er komplett auseinandergefickt von Rui. Es stimmt es, halt einfach nicht, es war halt Gio. Du sagst es doch da jetzt auch schon wieder. Er musste überhaupt nichts dafür tun, dass seine Schwester Broke das fuck ist und er hat sie einfach an die Seite bekommen. Und dann ja, aber seine Bro, seine Schwester, oh mein Gott, dann, oh, Alter, das ist so wie ein... Digga, ein Hollow müsste ja auch nicht dafür arbeiten, dass er stark ist, der Hollow. Natürlich dafür arbeiten, Bro. Ein Hollow ist ein fucking Hollow. Ja, und der und ein Demon ist auch ein fucking Demon. Hast du die Lore von Grimmjow gesehen? Wie er da 50 Millionen Jahre lang in Bro, ich hab nicht ganz fucking Bleach geschaut, aber ich weiß, dass es Hollows gibt. Hat, um stärker zu werden, so. Ja, Nezuko ist ja auch nicht stärker als Tanjiro. Sie ist einfach nur stark effektiv gegen irgendwelche fucking, wie heißen die nochmal, Demons. Ja. Und sie kriegt den Arsch geschoben. Ja, warum? Das weißt du auch nicht, weil sie zur Familie der Feueratmern gehört. Atman, keine Ahnung. Atmungsleuten gehört. Aber diesen Feueratmungsleuten, kein Kontext zu dem, Bro. Ich sehe nur diese erste Staffel, ich sehe aus... Ja, Pech! Du fährst in One Piece ja auch erst 1000 Folgen später, was der Hut zu bedeuten hat oder was auch immer. Und du sagst, oh, es ist so gut! Oh, jetzt wird erklärt, was vor 300 Folgen passiert ist! Oh, One Piece Peak! Und du sagst, ja, nee, in Demon Slayer wurde es mir nicht von Folge 1 aus erklärt, deshalb ist es schlecht. Genau, bei One Piece, das ist auch so, was du sagst, bei One Piece ist es so, es ist einfach das Geile, wenn du spekulieren kannst, warum die Sachen so sind. Ja, das kannst du in Demon Slayer theoretisch auch, wenn du nicht geistig behindert wärst und alle Informationen vergessen hättest. Das kannst du theoretisch auch, nur dass der Anime irgendwann, keine Ahnung, 5 Jahre nach dem Manga gedroppt ist und deswegen einfach alles schon revealed wurde. Nee, tatsächlich nicht. Wie tatsächlich nicht, Bro. Erstens, der Manga von Dings, von Bleach, ist auch schon lange fertig und jetzt gerade kommt erst die letzte Season raus. Zweitens, es ist erst 2022 der Anime fertig geworden oder sowas, oder 21. Von Demon Slayer. Ja, und wann kam der Anime raus? Bro, 2020? Nein, das kann nicht 2020 raus, oder? Ich hab keine Ahnung, Bro, aber who cares? Könntest es von mir aus vom Manga auch ausgehend spekulieren. Der Manga war ja auch erst ongoing, da könntest du genauso gut spekulieren. Ich verstehe halt wirklich nicht. Wirklich, du sagst einfach nur, ja, aber es ist jetzt das Timing. Jetzt ist es das Timing auf einmal. Das juckt, also Bro, das ist wirklich keine Kritik mehr an der Story. Du hast gesagt, die Story ist schlecht. Das, ja, die Story dann sagst ist du, weil man nicht spekulieren kann, dann sag ich, man kann spekulieren. Und dann sagst du, ja, das Timing ist aber schlecht. Das ist halt wirklich nur noch, das ist Trolling. Bro, das kann nicht dein Ernst sein. Nein, es ist mein Ernst. Es ist literally, deswegen sage ich auch, literally jeder weiß es. Sobald One Piece endet, wird kein Schwanz auf der Welt mehr überhaupt irgendeine Folge One Piece schauen. Warum? Weil alle Geheimnisse revealed sind, Bro. Es gibt nichts mehr, worüber du irgendwelche Theorien machen kannst. Dann vorhin das Argument, was du sagst mit Bleach is ongoing. Ja, aber Bleach ist immer noch interessant, weil der Autor ja damals, seine Eltern hatten Krebs, dann musste er den Manga durchrushen und hat jetzt den Anime, die Anime-Adaption, schreibt er die Story am Ende neu. Deswegen ist es da immer noch interessant. Nee, also das war's dann einfach. Okay, nee, Bro. Dann war's das. Wenn das deine Argumentation ist, dann... Nee, das akzeptiere ich halt nicht mehr überhaupt als Argument. Sagst, ja, er musste eine Story... Er will die Story anders schreiben, deshalb ist es besser. Die Story ist nicht zu Ende, deshalb ist sie besser. Das heißt, ob eine Story fertig ist oder nicht, begründet für dich, ob eine Story gut ist oder nicht. Zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, wenn du sagen würdest, wenn die Story fertig ist mit Manga und jeder schon das jetzt Ende kennt, ist es jetzt schlechter. Das heißt, Star Wars, nachdem die Filme draußen sind, ist es schlechter geworden. Du hörst mir gar nicht richtig zu, Bro. Ich sag nur, dass es im Falle von One Piece kann es ganz interessanter machen, wenn du Spekulationen anstellst, weil du den Vergleich gebracht hast, dass man sowohl in One Piece als auch in Demon Slayer ganz am Ende erst herausfindet, warum die Sachen so sind.
Und in sind auch in beiden Sachen komplett unterschiedliche Sachen. Bei One Piece geht es darum, wie es in der Story vorangeht. Und in Demon's Slayer werden einfach den Charakteren irgendwelche random Power-Ups gegeben, die einfach komplett sinnfrei sind, denen irgendwann mal gegeben werden. Und dann 1000 Chapter später wird gesagt, yo, das war übrigens damals, weil, keine Ahnung, dein Großvater die Sonne gebumst hat. Hä? Nee, warte, sag nochmal. Das. Was war das für ein Argument? What? Okay, sag nochmal. Also, actually. Nee. Ich hab halt nicht mal verstanden, was du sagen wolltest damit. Dass der Unterschied ist, weil du es ja mit One Piece verglichen hast. In One Piece geht es darum, um die Story zu spekulieren. Darüber kann man spekulieren. Das macht Spaß. Bei. Okay, und was macht es daran besser, nur weil du daran spekulierst? Bei Demon's Slayer ist aber das Ganze ganz anders. Bei Demon's Slayer bekommen die einfach irgendwie random Power-Ups. So wie da eben diese Nezuko. Wir bekommen die einfach so, ohne dass ihr. Sie hat ein Power-Up, das nicht zur Story in wirklich einer großartigen Art und Weise beigetragen hat. Du hast ein Power-Up bekommen, das einmal eine Rolle gespielt hat, das später erklärt wird, aber das nicht wirklich überhaupt dir was gebracht hat. Okay, er hat nur länger überlebt damit. Ja. Und du sagst, oh, das ist schlecht. Ansonsten man könnte auch nicht darüber spekulieren. Ansonsten wäre ohne das er schon direkt am Anfang gestorben. Nein, das wäre er nicht. Okay, dann wäre es nicht. Aber wann wäre er gestorben? Wann wäre er gestorben? Wenn seine Schwester nicht bei ihm wäre in diesem Kampf gegen diesen Spinnendämon. Ja. Digga, wäre er aber nicht. Oh mein Gott. Dann hast du auch komplett die Geschichte rausgelassen. Okay. Wäre seine Schwester nicht mehr am Leben, wäre sie kein Dämon geworden, wäre sie ein bösartiger Dämon, dann wäre Tanjiro niemals in den Kampf gegangen, weil dann hätte er einfach Seppuku begangen oder was auch immer. Wenn wir so argumentieren, okay, wäre seine Schwester nicht da, dann wäre er auch nicht im Kampf. Gut. Nein, eben nicht. Es geht ja nicht darum, dass seine Schwester da ist und nicht. Es geht darum, dass sie random Power-Ups bekommen hat. Ja, sie ist aber auch ein fucking Demon, so oder so. Sie ist doch ein supernatürliches Wesen. Darf ein supernatürliches Wesen nicht irgendwie supernatürliche Fähigkeiten haben? Die Fähigkeiten. Nein, darf es nicht. Die Fähigkeiten müssen erklärt werden, Bro. Du kannst okay, nicht die Fähigkeiten eines Dämons sind darauf basierend von den Eigenschaften des Menschen. Aus dem der Dämon erstellt wurde, okay? Ja, und dann kann der einfach random stärker werden. Das, dann sagt er auch so, heute für dich. Nein, Nezuko ist ja nicht stärker geworden, wirklich. Sie war mehr oder weniger genau gleich. Die hat halt bloß nichts gemacht die ganze Zeit. Zufrieden? Okay, Digga, ja, aber damit, über was beschwerst du dich? Es ist halt actually insane. So, du versuchst irgendetwas zu suchen, damit du es haten kannst. Nee, ich hate einfach alles daran. Und jetzt versuche ich die Beispiele gut genug rüberzubringen, damit du den Hate verstehst. Es macht halt trotzdem keinen Sinn. So, die Tatsache, dass sie die Fähigkeiten hat, sind halt komplett gerechtfertigt. In meinen Augen werden einfach den Charakteren dort viel zu oft irgendwelche Random Power-Ups gegeben und dann bringt ihnen wieder gar keine. Okay, wie häufig hast du ein Random Power-Up? Wie meinst du? Wie häufig hast du ein Random Power-Up? Jetzt bei was? Ja, worauf beziehst du dich? In Anime allgemein? Nein, in Demon Slayer, wo du dich ja so sehr beschwerst. Ja. Richtig. Das war nicht mal ein Power-Up von Nezuko, das war einfach nur ihre Fähigkeit, die sie so oder so hat. Das war kein Power-Up. Und der Rest hat auch kein Power-Up. Du sagst, es hat zu viele Power-Ups, die nicht erklärt werden, die random kommen. Es gibt nicht mal ein einziges davon. Dein Argument ist ein Nichts-Argument. Du hast etwas genannt, das nicht mal wahr ist. Ja, vielleicht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, war das eigentlich immer das Einzige, was in meinem Kopf hat. Guck, es macht gar keinen Sinn, Bro! Alter! Ja, okay, es macht immer Sinn, Bro. Alles, was ich sage, entspricht der Realität. Du kannst dich dem nicht widersetzen. Nee, also das ist, es ist auch einfach fucking Jover dann. Alter, und das war der einzige Grund, weshalb es Bottom Tier ist? Nee, es ist Bottom Tier, weil einfach die Story lahmarsch ist und es ist einfach scheiße geschrieben ist. Ah, okay.
Und weil der Shit einen Haufen Drogenfehler hat. Weil was einen Haufen Fehler hat? Was hat der? Was hat einen Haufen Fehler, hast du gesagt? Demon Slayer. Was hat's für Fehler? Oder ich muss überlegen, weil ich diese Scheiße schon lange nicht mehr gewatcht. So gut. Diese Argumentation, das kann ich nicht mehr. Ist actually crazy. So Bottom-Tier-Anime, es gibt weniger Anime, die schlechter sind. Was ist schlecht? Es gibt unnötige Power-Ups, gibt es nicht. Okay. Doch, gibt es. Du hast mich jetzt einfach totgeschlagen mit irgendwelchen Sachen, weil ich einfach den Shit nicht mehr in Erinnerung hatte. Ich weiß, ja, weißt du, denkst du, was ich das letzte Jahren Mal geschaut habe? Ich hab's auch das letzte Mal vor 2,5 Jahren geschaut. Was denkst du, wie präsent es in meinem Kopf ist? Definitiv präsent, weil du der größte Glaser davon bist. Nein. Natürlich. Ich will nur sagen, dass es nicht so horrible ist, wie du sagst, dass es ist. Digga, du übertreibst komplett ins Unermessliche, wie scheiße es scheinbar sei. Und es stimmt halt einfach nicht. Ich kann auch sagen, Bleach ist scheiße, weil es hat so lange Filler, die komplett unnötig sind und keinen Einfluss auf die Story haben. 50 Folgen Filler okay. Nach dem zweiten Story-Arc. Könnt ihr auch sagen, das ist F-Tier. Ja. Wenn du Sorgen nimmst, kann ich dir zustimmen. Oh mein Gott. Ja gut, egal. Ich höre immer noch keine Kritik an Dings, die gerechtfertigt ist. Ja, ich weiß, ich muss ja erst gerade noch irgendwo im Internet diesen scheiß Manga zusammensuchen, damit ich wieder kurz durchblättern kann, weil es gab wenig. Moment, meine Mutter ruft mich. Ist weg. Bin wieder da. Der Mann kriegt nur 2 Stars, das ist ja ultra ass. Was ist das Crit Rate? Defense. Molten Riff? Fusion Damage. Wait, das ist Fusion, oder? Daddy ist Fusion. Das gibt auch Fusion Damage. Das hier gibt. Ja, das ist stupid. Ich irgendwas, das Fusion Damage gibt. Glacio HP, das ist sogar 4-Star. Ich meine 3-Star mal. Spectro. Fusion Damage Bonus, why not? Crit Damage Basic Attack. Attack Damage Bonus und HP, was ist das denn für eine Kacke? Hab, das ist ja ultra Arsch. Soll nicht. Store, Digga, was? Bundles, ich glaub's auch. Wahrscheinlich kaufe ich was. Ah ne, wait. Nur gemeint.
Digga, ich werde doch wieder nur gebetet. Ja, Digga. Oh, ein Tenpool auf dem Standard-Banner. Und es ist so kein 5-Star. Oh, what? Nochmal den Bastard. Warum krieg ich immer die gleichen Charaktere? Hurensohn. Ich kann für den Tenpool. Foster Weapon. Bro! Nein, nicht schon wieder. Was ist. Wer bist du? Naja, eine Sache ist mir jetzt wieder eingefallen. Jo. Nämlich da noch diese komische eine mit dem. Diese Gifttante, wo angeblich. Hier Gift benutzt, um die Dämonen zu töten. Ja. Was nochmal hält alle anderen davon ab, einfach auf so ein scheiß Gift auf ihre Klinge zu schmieren? Wahrscheinlich, weil sie es nicht können, weil sie nicht das Gift zusammen craften können und weil das Gift schwer zu craften ist und weil es nur gelimitierte Ressourcen gibt. Was sonst würde die Menschen davon abhalten, überall Wisterius anzupflanzen, was ja das Gift herstellen würde? Das sind diese komischen lilanen Blütenblätter, oder? Ja. Das ist das nächste Ding. Warum pflanzen diese scheiß Idioten nicht eigentlich rund um ihr eventuell Haus weil nicht Bäume? Ja, guck mal. Versuch einmal bitte, die gesamte Umgebung nur noch mit einer Pflanzenart anzupflanzen. Meinst du, das funktioniert? Nein, aber stell dir doch einfach so ein scheiß Ding vors Haus und schon hast du... Oder zum Beispiel die Demon Slayer. Warum tragen nicht einfach eine Rüstung, wo ihr stopft mit diesen Blättern? Ja, weil eine Rüstung zu schwer wäre. Und eine Rüstung extra. Eine Rüstung mit Blättern wäre zu schwer. Eine Rüstung mit Blättern. Digga, das. Oh mein Gott. Die Dämonen könnten einfach einen Stein auf sie werfen, das war's. Dann müsste ja, aber das wäre dann trotzdem effektiv gegen die Dämonen, so. Nein, wär's nicht. Vor allem, guck mal. Wisteria Flowers können sie davon abhalten, aber es heißt nicht echt, dass sie One-Shot sind, wenn sie einmal irgendwie so ein bisschen davon abhalten. Nein, aber sie können sie davon abhalten, aber guck mal, zum Beispiel der komische Typ, der da oben auf diesem Berg gegammelt hat. Dieser Händetyp da. Wer? Dieser Händetyp, dieser Dämon, sowas jetzt nicht wieder Arsch heißt. Ach so, ja, das war halt umgeben von einem Wisteria Forest. Das heißt, da ist die Dosis hoch. Umgib doch einfach deine scheiß Stadt mit diesem scheiß Forest. Nein! Nur in Grenzen. Beschreibung. Na, das ist crazy. Ja, das ist halt so. Ich breche diese Regel so häufig, das ist crazy. Nein! Guck mal, er hat eine Regel. Natürlich, es könnte theoretisch Sinn machen, was du sagst, aber jetzt denk mal nach. Wie könntest du es überhaupt rechtfertigen, diese Bäume überall anzupflanzen? Gar nicht, weil keiner kennt überhaupt die Demons. Das ist ja sogar eine Non-Governmental Organization, falls du das noch nicht wusstest. Das ist eine Organisation, die offiziell nicht existiert. Das heißt, die haben überhaupt nicht mal den Einfluss. Sie könnten das nicht einmal machen, weil sie nicht den Einfluss dazu haben. Zweitens, ich würde mir vorstellen können, dass du einfach nicht mehr in der Lage bist, das alles anpflanzen zu können. Ich würde davon ausgehen, dass diese Blumen nämlich eventuell sehr viel Aufmerksamkeit brauchen zu pflanzen. Deshalb ist es ja auch so ein geheimer Extraort, der extra auch noch von den Leuten kontrolliert wird. Dieser Prüfungsort mit den Wisteria Flowers. Ein weiterer Aspekt ist halt einfach, dass es vielleicht schwer anzubauen ist. Wie gesagt, dass es nicht überall pflanzen kannst. Irgendwie, dass es ein bestimmtes Klima benötigt. Kannst du ja nicht einfach alles damit umzingeln? Da bitte auch. Ja. Oder das andere. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wurde mal erzählt, dieser Typ, wo die Narbe in der Fresse hat. So, der hat so eine Narbe in der Fresse gehabt. Ja, wen meinst du? So, und der explodiert dann, weil Musan in sein Haus reinsteppt. Erinnerst du dich an sehr, also ich weiß nicht, ob das stimmt.
Etwas explodiert. Nein, er Typ jagt sie selber in die Luft und der Typ mit dieser Narbe in der Fresse, wo so Narbe vorm Kopf hat, so. Der hockt da in seinem Haus mit seiner Mutter oder mit seiner Frau und seinem Kind und dann steppt Musan rein und er jagt sie selber in die Luft. Nein, er hat sich noch nie selbst in die Luft gejagt. Hat er sich dann nicht selber in die Luft gejagt? Nein. Ja, das wurde mir so erzählt. Dann, was ist dann passiert? Hat er entweder keine Ahnung davon oder hat es falsch erzählt oder du hast es falsch verstanden. Ja, was ist denn dann passiert? Hat er sich nie, weil wie hat er sich denn dann in die Luft gejagt, wenn er es nicht selber getan hat? Er hat sich nie selbst in die Luft gejagt. Und warum ist es dann explodiert alles? Wo? Wo ist alles explodiert? Der Typ, der sich in die Luft gejagt hat. Ich glaube, das ist noch. Warte, was? Was wurde in die Luft gejagt? Sein Haus! Wessen Haus? Musans! Nein, nicht das von Musan, Bro! Das von dem Typ mit der doch so über seiner Nase, seine ganze Stirn war so rot mit so einer Narbe halt. Ach so, du meinst. Oh mein Gott! Ja, das sind Inhalte vom Ende dieser derzeitigen Ernten-Season. Ja. Oh, okay, ja, das ist. Warum jagt er da seine Frau und sein Kind mit sich selber in die Luft? Warum er es tut, ist, weil er damit Musan herlockt. Also, er hat Musan hergelockt und er hat damit eine. Er muss ja eine Falle kreieren, okay? Und seine Familie selbst hat ja theoretisch keine Fähigkeit, außer ein gewisses Gefühl in die Zukunft sehen zu können. Aber ein Kind, drei der Kinder sind ja noch am Leben. Und dann muss er die Familie mehr oder weniger bei sich behalten, damit er Musan herlocken kann, dass es glaubwürdig ist. Wenn er alleine mit seiner Frau nur irgendwo chillen würde und dann vielleicht sogar ganz am Ende alleine in einem Haus chillen würde, wie sus wäre das für Musan? Warum sollte er alleine ohne Hilfe in einem Haus chillen können? Das heißt, die Frau muss mindestens die Frau muss dabei sein. Zweitens, warum würde es Sinn machen, wenn nur die Frau dabei wäre? Auch dann, er hat ja noch Kinder, er hat ja noch kleine Kinder, um die er sich kümmern muss. Oder zumindest die Frau sich kümmern muss. Er kann ja nicht einfach die Kinder irgendwo hinschieben. Es muss so authentisch wie möglich wirken. Und die Explosion ist die Falle für Musan selbst. Wo auch alle Hashira, nicht alle Hashira, wo der eine Hashira und die anderen drumherum waren. Der eine lag im Hinterhalt und die anderen waren drumherum. Gyomei wusste nämlich schon von dem ganzen Plan. Und alle anderen wussten nicht davon. Aber die Explosion ist dazu da, damit die Hashiras alle zu ihm hergelockt werden und dass Musan erstmal selbst Schaden bekommt und getrappt wird. Weil sonst würde alles explodieren, er nimmt ein bisschen Schaden. Meiner Meinung nach immer noch fragwürdig, aber ich lasse einfach mal so gelten. So. Das nächste, was ein bisschen komisch war. Ja, sonst würde Musan hat sich ja eine, immer verpisst, deshalb. Dieses Mädchen, mit dem, die mit Dings gechillt hat, die mit, mit dem anderen Dämon gestellt, der gegen Tengen gekämpft hat in der zweiten Staffel. Nochmal was? Dieses Mädchen, womit. Also Tengen hat ja gefightet, gegen die zwei Dämonen, so, da war ja ein Mädchen. Das ist Dämonenmädchen oder. Genau, die Dämonenmädchen. Achso, Daki. Ja. Oh yes. So, der in dem scheiß Anime wurde gesagt, die hat 7 Hashiras davor getötet. Es war Warum? Nicht Daki, das war so nicht Daki, das war Gyutaro. Die sind beide Platz 6. Dann hast du halt auch einfach nicht verstanden, wer Daki ist. Daki ist nicht mal richtiger Platz 6. Sie ist nur Platz 6, weil Gyutaro Platz 6 ist. Ja, okay, dann sagen wir, dann hat halt der andere Vogel, der 7 Hashiras davon ja. Warum schickt der. Warum stirbt ein Hashira und er stirbt 7-mal jeweils nur einer, bis er einfach halt 3 auf einmal schickt und ihn einfach abschlachten? Warte, was? Er schickt, guck mal, der erste Hashira geht, er stirbt, er schickt den nächsten, der stirbt auch, er schickt den nächsten, der stirbt auch. Wann kam der Typ einfach mal auf die Idee, einfach mal 3 auf einmal dahin zu schicken? Weil du vor allem erstmal sowieso nicht die Ressourcen hast, 3 hinzuschicken. Zweitens kann ein Hashira sterben. Aber du hast nicht die Ressourcen, 3 Leute hinzuschicken, aber du hast die Ressourcen, 7 sterben zu lassen. Ja, weil sie irgendwann mit der Zeit sterben. Guck mal, wie alt ist Daki, wie alt ist Gyutaro? Mehrere Jahrhunderte. Das heißt, die sind alle 20, 30 Jahre, das heißt, du hast einen Haushaltsvater, das ist derjenige, der sozusagen, das ist ja der nur 30 bis zu 30 Jahre alt wird und danach stirbt, der, wo du gesagt hast, der sich selbst hochgejagt hat, okay, das ist, die leben, eine Generation ist 30 Jahre alt davon, das heißt, von mir aus, alle 30 Jahre ist ein Hashira dort gestorben, cool. Ja. Oh nein. Trotzdem, wenn da jetzt schon so viele Hashiras davor gestorben sind, was hätte ihn einfach abgehalten, nach dem dritten oder so mal zu sagen, jo, jetzt schicken wir mal 3 auf einmal hin, weil sonst sterben wir vielleicht, nicht. Vielleicht, weil das nicht die gleiche Stelle war.
Weil es einfach ein anderes District war. Es sind ja, es gibt ja unterschiedliche Last-Districts. Das war ja einfach nur ein Riesenbordell sozusagen. Du kannst ja, und es gibt mehrere dieser Arten von Bordelle in Japan. Die sind einfach herumgewandert. Nee, aber es wurde explizit gesagt, die hat hier in der Umgebung... In letzter Zeit gab es in dieser Umgebung ein paar Fälle. Ja, 7. Das heißt, 7 Hashiras wurden abgeschlachtet, bevor der Vogel mal gesagt hat, okay, jetzt schicken wir mal mehrere. Wait, da weiß ich selbst nicht, was die Informationen sind. Wer hat gesagt 7 Hashiras? Das war der Demon, ne? Das war Darky, die gesagt hat, sie hat 7 gekillt. Erstens, ich kann mich gar nicht an die Informationen erinnern. Zweitens, es war ein Demon, der das gesagt hat. Ein Demon selbst hat die 7 Hashiras gekillt. Nach mehr als einem Jahrhundert. Das heißt, die ist von Platz zu Platz gewandert, genauso wie zum Beispiel auch eben, wer ist nochmal, wie Musan die ganze Zeit seine Fackel. Es wurde gesagt, dass die da in der Umgebung 7 getötet haben. Wann wurde das gesagt? Literally da gesagt, dass sie reinkommt, das habe sogar ich noch gesehen. Wenn ich mich noch, actually noch dran so. Das will ich sehen. Das muss ich überprüfen. Warte mal, ich guck mal, vielleicht steht's auf Wikipedia. Aber auch dann, sage ich, ist die Argumentation immer noch ass. Wenn du eine einzige logische Fallacy entdeckst, ist nicht gleich der ganze Anime. Der ganze Anime ist voll mit logischen Fehlern. Digga, du hast einen gefunden. Das ist auch so geil. Und auch dann sind wir immer noch nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Vor allem, Bro, selbst wenn es nicht so viele Logikfehler gibt, es muss ja keine Logikfehler geben, damit das keine gute Story sein kann. Bro, das wie viele Logikfehler hat zum Beispiel fucking Bleach oder sowas? Ganz am Ende, weil Ich habe halt actually keine Ahnung von dem, aber ganz ehrlich, selbst Star Wars hat viele Logikfehler, okay? Star Wars, und zwar, ich rede nicht nur von den Sequels, ich rede von allgemein Star Wars. Auch da gibt's Logikfehler. Macht das Star Wars eine schlechte Geschichte? Nein, es ist trotzdem. Ja, aber bei Star Wars sind die Logikfehler nicht obvious. Und bei Star Wars, oh mein Gott, mein Internet lädt einfach nicht. Kann dann gut sein, weißt du? Ja. Was? Sag nochmal. Bei Star Wars ist zum Beispiel der Rest der Story gut. Achso, und Demon Slayer ist der Rest der Story schlecht, okay. Also, ich habe kein Star Wars geguckt, deswegen kann ich Star Wars nicht beurteilen. Aber bei Demon Slayer bin ich eingeschlafen. Ja, okay. Nee, das ist dann einfach schlechter Geschmack. Um die Nick-Argumentation zu benutzen. Nee, also. Digga, es lädt bei mir halt nicht mal überhaupt die Website. Ich kann halt literally nicht mal nachschauen. Ich kann nicht mal deine Aussage überprüfen. Also, Chilling, du kannst die Nick-Argumentation nur benutzen, wenn es halt stimmt. Aber bei dir stimmt's halt nicht. Ah, cool. Ach so. Das heißt, ich kann das selbst bestimmen. Man kann ein dummes Argument nur benutzen, wenn ich selbst. Wenn sie mit einer dummen Aussage geprüft wird. Richtig. Das heißt, du kannst deine eigene Meinung nur benutzen, wenn sie deine eigene Meinung bestimmt. Korrekt. Ja, nee. Also ja, darfst du wieder benutzen, hast weil deine eigene Meinung immer deine eigene Meinung ist. oder muss die Meinung von einem dir gefallen, damit man dieses Argument benutzen darf? Also Chillings Meinung ist es halt objektiv falsch. Ja, GG, ja, Bro, hast einfach gewonnen. Einfach so. Besser als ich argumentiert, true. Ja. Ja, Bruder, ja. Genie wurde gerade gefickt, einfach aus. Aber auch, ich verstehe es trotzdem nicht, warum nicht einfach hier Demon Slayer dieses Scheißgift benutzt, Bro. Immer noch, weil es eine schwer herzustellende Ressource. Du sagst, ja, Ressourcen, bla bla bla, Bro. Dieser am Anfang ist du durch den Wald gelaufen, da waren literally überall Bäume mit genau diesen Ressourcen. Ja, aber du hast nicht nur ein Gift, es ist ja, guck mal, du hast vielleicht eine Basis, die aus etwas besteht. Trotzdem, guck mal, wie viel Stickstoff ist in der Luft? Sehr viel, oder? Sehr viel Stickstoff ist in der Luft. Weißt du, was Stickoxide sind? Weißt du, was vielleicht, woraus unsere Düngemittel bestehen? Aus Stickstoffverbindung. Warum können wir nicht ganz einfach ganz viel Stickstoff in Düngemittel umwandeln? Wir haben doch so viel in der Luft. Keine Ahnung. Warum? Weil die Umwandlung schwer ist, weil du das nicht einfach so leicht hinbekommen kannst. Ich habe dir 5 Gründe genannt oder sowas und du hast einen rausgepickt. Okay, von mir aus. Ein Base Ingredient, eines der Zutaten, gibt's von mir aus gerne in Fülle.
Aber das heißt nicht schlecht, dass du auch die anderen Zutaten hast. Das heißt nicht schlecht, dass du es in Massen produzieren kannst, dass du es überhaupt gut produzieren kannst. Das heißt nicht schlecht, dass die Qualität davon gut ist. Das heißt auch nicht schlecht, dass jeder davon irgendwie einfach was mitnehmen kann. Ne? Was für ein Gift? Es geht um das Wisteria-Gift, das Shinobu Kochi zusammen gecraftet hat. Was macht es? Dämonen töten. Wann wurde das introduced so? Ja, mit Shinobu Kocho. Ach, gleichzeitig oder wie? Hab ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, das ist schade. Ja, aber man sollte doch nicht doch so. Also. Es ist halt. Dann soll dann. Ja, also es ergibt dann keinen Sinn, warum man dann zum Beispiel zu Missionen oder sowas aufbricht, wenn man nicht dieses Gift dabei hat. Ja. Wenn man sonst sich sein eigenes Leben riskiert. Und hättest Gift, damit musst du ja immer noch den Demon gescheit treffen. Und du musst ja das Gift benutzen können. Ja. Und du musst es ja auch überhaupt herstellen können. Was weißt du, wie viel Gift es davon noch gibt? Guck mal, Kocho hat irgendwie 5 Hits gemacht und das war ihre beste Taktik. Sie hat irgendwie 5 Hits auf Doma gemacht. Bis sie gestorben ist. Sie hat wie viel Gift? Wie viel Gift hat sie? Genug für 5 Hits? Ja, surely kann sie das dem ganzen Demon Slayer Corps geben. Trust! Das nächste, was ich nicht verstanden habe. Am Anfang diese komische Mission von Tanjiro, wo er da hin ist auf diesen Berg, wo über diese Blütenwälder sind. Guck mal. Das war ja eine Prüfung, wo zig Millionen Kinder haben gestorben sind. Nein, es sind nicht Millionen Kinder gestorben. Okay, es ist ein Kritikpunkt, halt, ich sehe schon, welches es ist. Dass viele da gestorben sind, das wurde ja gesagt. So, dann, warum schicken die erst auf diesen Berg und erst wenn die diesen Berg überleben auf eine Mission, die können doch einfach direkt auf eine Mission schicken. Es ist doch scheiße, ob die auf der Mission es sterben. Es ist eine feine Selection, das sind geschwächte Dämonen. Final Selection, das ist so, wenn du sagen würdest, ja, ob du jetzt in einer Prüfung einen Unfall baust oder auf der offenen Straße einen Unfall baust, macht doch gar keinen Sinn. Fahr doch direkt mit dem Auto los, ohne Autofahrprüfung. Nein, es geht ja darum, dass die sterben, so. Wenn jetzt die Prüfung wäre, jo, wir gucken, ob ihr die Prüfung schafft, und wenn ihr die Prüfung schafft, dann dürft ihr alleine Auto fahren. Aber so ist es da ja nicht. Entweder ihr schafft die Prüfung oder ihr stirbt, so. Dann schickt sie doch einfach gleich auf eine Mission. Ey, wenn du mal 18 Missionen und du stirbst, so. Warum müssen so viele Leute auf diesem künstlich erschaffenen Berg sterben? Zugeben, das ist actually ein bisschen stupid, aber es macht immer noch zumindest teilweise Sinn. In dem Sinne, dass du einfach aussortierst, wer noch überhaupt überlebt. Warum solltest du dann irgendwelche fucking Bastarde reinschicken, die sowieso instant sterben? Außerdem, der Grund, weshalb das so ist, ist, weil du keine Nichirin Swords vergeuden willst. Nichirin Swords sind extrem teuer herzustellen und auch schwer zu machen. Das ist sehr ressourcenaufwendig. Und dann sagst du halt einfach am Ende des Tages, okay, fuck it. Aber wenn die Kinder... Hatten die nicht so ein Schwert bei ihrer Prüfung schon? Ja, aber das ist halt eben ein Prüfungsschwert. Das ist halt eben eins. Ja, da können wir aber das Prüfungsschwert für riesige. Ja, das wird doch wieder eingesammelt am Ende des Tages. Ja, aber warum? Was? Bro, ich glaube, ihr kommt hier nicht mehr weiter, ja. Wirklich, die versuchen hier irgendeine Scheiße herauszufinden. Nein, ich sag dir einfach 50 Millionen Logikfehler. Okay, von wo wird das Bankai-Schwert von Ichigo hergezogen? Von wo zieht er sich? Aus dem Arsch? Ich weiß nicht. Von wo wird's manifestiert? Durch seine Seele? Surely, macht Sinn. Also soll ich jetzt, warte mal, eine nach dem anderen. Erstmal Chaining oder Johnny, wer wäre als erster? Das ist mir egal. Scheißegal. Dann fange ich halt einfach irgendeine an. Ich muss jetzt in 4 Minuten los. Ich kann nicht mehr so viel beantworten jetzt. Warum habt ihr... Ihr habt so viele 2v1-Argumentationen auf diesem Server schon gehabt. Das ist wirklich crazy. Warum spammt ihr das so sehr? Das ist actually eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Weil 2 halt einfach die gute Meinung versteht und dann halt einer halt nicht so. Ach so, ja, sorry. Digga. Was sind wir denn dafür, dass wir gut denken? Und dann gibt's halt so eine Matthias Person. Matthias ist einfach von der besseren Rasse. Ja, er ist von der besseren Rasse. Das ist crazy. Er hat den besseren Taste, so. Ach so, ja. Weißt du was? Ihr habt recht. Einfach gewonnen. True. Einfach besser als ich. Wir haben mit unserer Matthias versteht einfach, wie die Welt funktioniert.
Weil einfach ein überdurchschnittlich hohes Verständnis. Das kann ich nur zurückgeben. Fuck. Okay, könnt ihr so rauf euch nur den Schwanz zu sacken, bitte. Danke. Ah, wow. So, ihr seid auch bei allem außer bei Blurk hat Rasmus einen guten Taste, so auch außer bei Politik, und da ist es ein bisschen komisch so. Okay, Pascal wird in Welt ein Kommunismus, Bro. Die vierte Säule des Lebens, Marxismus, Leninismus, Bro. Nick, und bei Musik weißt du ja auch sein Musikgeschmack. Ja, bei Musik scheißt auch ein bisschen rein so. Aber bei Mangas hat er den Taste. Ja. Okay, wollen wir es adressieren jetzt, Bleach? Von wo werden die Waffen hergezogen? Ach so, ja, von der spirituellen Welt. Die Ach so, und warum kannst du einfach aus der spirituellen Welt herstellen? Von wo kommt das her? Ja, durch die Kräfte, die du vererbt bekommen hast, durch sämtliche Sachen. Du kannst entweder, wenn deine Eltern Shinigami sind, oder wenn du... Ach so, und warum sind deine Eltern Shinigami? Bro, warum sind manche Shinigami und können Kinder haben, manche nicht? Wie wirst du bist? Du kannst ja nur als Shinigami irgendwelche fucking Schwerter. Das kann ich dir erklären. Also entweder gibt's die Möglichkeit, dass du ein Shinigami wirst, nachdem du stirbst, bist in der Soul Society, und wenn du dich da hocharbeitest, warum kannst du dann zu einer Shinigami Waffe werden? Nee, du kannst ja nicht zu einer Waffe werden. Du bekommst eine ganz normale Waffe, ein ganz normales Schwert zum Beispiel. Und von dann wo kommt das Schwert? Das Schwert wird von IGP Hishimonji, wird das auf so einem Berg geschmiedet so. Dann bekommst du das von dem, der ist so der Meister des San Pactos, dann kriegst du das und dann musst du so all day, all night, musst du mit diesem Schwert chillen und musst du deine spirituelle Energie da reinbringen so. Und irgendwann kannst du das Shikai erwecken und dann kannst du halt aus deiner... Was ist ein Shikai? Warum funktioniert das Shikai? Was macht das Shikai? Das ist die erste Stufe vom Schwert, ne? Ja, es ist die erste Stufe vom Schwert. Ja, und es manifestiert einfach nur die du machst ja praktisch so, deine Persönlichkeit, deine spirituelle Energie packst du alles in dieses Schwert. Und wenn du so lange genug gemacht hast, dann kannst du die Shikai finden. Und das manifestiert praktisch die Eigenschaft deiner Persönlichkeit, die in dieses Schwert eingefunden wurden. Warum kann sich das einfach so manifestieren? Achso, du hast einfach so, du hast eine Persönlichkeit reingeflossen und deshalb existiert das einfach. Ja, es existiert und es kann sich manifestieren durch Reishi, was in der Umgebung ist. Und das nehmen sich schon gar nicht auf. Ach so, das macht auch so viel Sinn, true. Jetzt, wo du es sagst, hast recht. Hm. Ja. Okay, warte. Es macht ja gar keinen Sinn. Es ist in sich schlüssig. Guck mal, ich will jetzt was sagen. Du kannst nicht sagen, ja, das ist ja nicht realistisch. Habt ihr JJK? Du bist zu leise immer noch und ich hab dich leise gestellt, weil du halt einfach immer so in dein Mikrofon reinpustest, was lauter ist als du. Sag nochmal von vorne. Zum Beispiel bei Demon Slayer. Wieso kommt da Wasser? Wieso kommt da Feuer aus? Weil es immer noch kein Wasser und Feuer ist. Es ist nur visuell für den Viewer so, dass es besser aussieht. Und wieso. Wieso existieren Dämonen so, weißt du? Ich kann, es gibt einfach... Ja, Chilling Boy, erklär mal, wieso existieren Hollows? Wieso existiert die Soul Society? Warum hast du zwei Dimensionen? Oder noch diese Zwischendimension da? Es muss ja eine Art Fiction geben, es muss ja so... Ja genau, deshalb muss es eine Art Fiction von Team Slayer geben. All diese Fragen, die Chilling gerade gefasst hat, werden erklärt. Warum gibt es die zweite Dimension? Von wo wird sie aus dem Arsch gezogen? Die ist damals vom Soul King einfach gespawnt. So, der Soul King ist so der Gott, das ist das erste Wesen, was existiert hat. Und er hat dann halt die verschiedenen Sachen geschaffen. Achso, es ist halt einfach gespawnt, ja, gut, okay. Es gibt auch. Es ist, aka, es ist einfach so. Es wurde vom Gott geschaffen, Bro. Aka, es ist einfach so, ne? Das ist die Geschichte, es ist einfach so. Es wurde von Gott geschaffen. Es ist von Gott geschaffen, Bro. Ja, also, es ist einfach so. Am Anfang und der hat alles andere geschaffen. So, Gott hat das geschaffen, heißt im Grunde genommen genau das gleiche wie das ist einfach so. Ja, nur dass es erklärt wird, nur dass nicht einfach random Dinge existieren, die einfach da sind. So. Die Erde existiert ja auch nicht, weil so der Urknall ist ja einfach entstanden. Er gibt ja keinen Sinn, der war einfach da. Ja, es existiert einfach so. Okay, warum kann ich diese Begründung zum Beispiel nicht bei euren Kritikpunkten benutzen? Was habt ihr überhaupt gesagt? Du kannst es bei unseren Kritikpunkten benutzen, aber es ist ein Unterschied, ob du sagst, warum existiert die Erde in okay, sag nochmal die Kritikpunkte. Kann man auch sagen, irgendein Gott oder... Was ist? Sag nochmal die Kritikpunkte. Die Kritikpunkte bei dir an Bleach sind, ja, warum existiert die Soul Society, dieses unlogische. Nein, ich meine, die du bei Demon Slayer hattest. Dass 50% der Power-System, dieses Power-System einfach extrem unausgereift ist. Was unter ist anderem das mit dem Gift, da kann man so interpretieren, wie du es sagst. Also es ist nicht nur interpretiert, es ist halt, sie ist die Einzige, die in der Lage ist, etwas so speziell zu
zusammen zu craften. Das wird ja auch gesagt, ja, sie ist der absolute. Ja, sie, genau. Sie ist die Einzige, die es herstellen kann, aber die kann diesen Prozess auch so herstellen, also sie kann auch einfach mehr herstellen. Das kann nein, das so geht ja eben darum, das ist doch eben das, was sie die ganze Zeit macht, sie stellt doch die ganze Zeit ein Gift her und sie macht doch die ganze Zeit Pläne, was sind bessere Gifte. Es geht doch sogar, das ist doch ihr Job, das ist das, was sie die ganze Zeit macht. Und einfach, oh, du kannst doch einfach mehr herstellen. Ja, ja, könntest doch einfach mehr Düngemittel herstellen aus der Luft. Ja. Warum machst du es nicht einfach? Dann das nächste, was ich sage, wenn sie Power System anfangen, die sagen, ja, niedrige Dämonen können, für den setzt richtig zu, man kann sogar daran sterben. Es hat dieses kleine Mädchen da am Anfang gesagt, an diesen komischen Blütenblättern. Und literally in der Prüfung von Tanjiro sind überall diese Bäume mit diesen Mastblättern und da können trotzdem Dämonen existieren. Und die sind einfach ja, Mädchen, weil du dann halt nicht aus, du kannst halt nicht nach draußen, du kannst eine gewisse Konzentration davon aushalten. Offensichtlicher, weil du stirbst ja nicht beim ersten Kontakt davon. Das ist so, wie wenn du von CO2 nicht sterben würdest, aber wenn die Konzentration hoch genug ist, wenn die CO2-Konzentration in der Luft irgendwie 20% beinhält, dann wirst du auch langsam mit der Zeit ersticken, beziehungsweise wenn Sauerstoff zu gering ist. Ja, wir können die Diskussion später weiterführen. Ich bin jetzt auf jeden Fall draußen. Jo, ciao, dir noch. Jo, ciao. Warte mal, Matze, bist du dabei? Nee. Ja, okay. Du kannst halt wirklich von einer zu hohen CO2-Konzentration sterben, weil es dann einfach raus, nicht mehr rausdiffundieren würde. Wenn dein... Jo, okay, Johnny, was wolltest du die ganze Zeit sagen? Hat einer von euch eigentlich den Anime geschaut von JJK? Ja, ah, nicht Season 2. Ich hab bis zu... Schau mal in General rein. In General. Bei mir, es will gerade nicht, okay, jetzt. Eine Call für 5 Stunden über Dienstler diskutiert. Alter. Einfach exakt das gleiche. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum euch das so wichtig ist, ob Demon Slayer Arsch ist oder nicht. Weil er immer Demon Slayer als... Guck mal. Ja, Digga, ich verstehe halt wirklich nicht, was ihr so scheiße daran findet. So, ihr bringt irgendwelche Argumente und ich denke mir so, Bro, das stimmt alles nicht, was ihr sagt. Und dann sagt ihr, das ist der größte Shit und ihr sagt, ich habe schlechten Geschmack und dieses jenes und das ist Bottom-Tier und, Bro, bei mir zum Beispiel, kann ich dir kurz jetzt erklären, warum. Also, guck, Nick hat wahrscheinlich andere Kritikpunkte, aber bei mir ist es vor allem, das Power-System wird nicht, oder so, die Welt wird nicht erklärt. Zum Beispiel bei One Piece wird genau erklärt, wie tolles Rüstung funktioniert, wo die alle herkommen und was da alles ist. Aber bei Demon Slayer sind die einfach da. Und aber wie werden Teufelsfrüchte erklärt? Die wurden von einem Baum am Anfang. Gab es einen Baum auf der Welt. Kennst du bei Naruto diesen Chakra-Baum? Nein. Okay, auf jeden Fall. Am Anfang gab es einen riesigen Baum, der so. Die Lebensenergie hatte. Und dann gab es einen scheiß Dude, mehr wissen wir noch nicht über den Dude, wir wissen einfach nur, dass es irgend so ein Dude war und der hat die Kraft aus dem rausgenommen und in verschiedene Früchte verwandelt. Und die Natur selber hasst diese Früchte, deswegen die Natur, auch zum Beispiel das Wasser, alles dafür tut, dass diese Teufelsfrüchtennutzer nicht ihre Kräfte verwenden können. Und deswegen gibt es diese Nachteile. Und die Vorteile kommen halt einfach wegen den verschiedenen Träumen und wegen den verschiedenen Vorstellungsweisen der Menschen, die sich in diesem Baum gesammelt haben, aus der alle Teufelsfrüchte kommen. Und aber wir wissen noch nicht, begründet das die Kräfte? Du hast ja nur gesagt, die Kräfte sind in Früchten drin. Ja, und wie machen die Früchte dich stark, indem du es isst? Okay. Ja. Und wie sollte es Sinn machen? Du isst eine Frucht und deshalb kannst du es. Guck mal, es macht ja auch gar keinen Sinn. Du sagst einfach nur, es ist halt so, wenn du es isst, kannst du es halt so. Und es ist okay, wenn es so ist, weil es ist ein fucking Anime. Aber du kannst nicht sagen, das Power System von Demon Slayer ist nicht erklärt, weil das wurde noch deutlich besser erklärt. Das hast du zumindest noch mit biologischen und physischen Eigenschaften erklärt. Du hast doch zumindest gesagt, du hast mehr Sauerstoff. Darum geht es doch gerade in dem aktuellen One Piece an. Wir wissen noch nicht, in One Piece geht es ja darum, die Welt zu verstehen. Ja, okay. Und deswegen, der Anime ist ja noch nicht beendet. Am Ende von Emily. Ich kann dir gefühlt genauso viel über die One Piece Welt erklären, wie ich dir über die echte Welt erzählen kann. Das ist schlecht. Ja,
Ja, obvious. Das war eine Hyperbel. Aber Vegapunk ist der brillanteste Wissenschaftler. Und er ist gerade dabei, in dem neuesten Arc wirklich auch die anatomischen Sachen und so zu erklären von der One Piece Welt und wie die Teufelsfrüchte und Awakenings zustande kommen. Aber bei mir gibt es jetzt Essen, deswegen bin ich dann mal. Aber in Demon Slayer hast du ja immer noch das Pause-System 100% akkurat erklärt bekommen. Was auf, okay, auch auf okay, einem Fantasy-Level fein ist. Bei mir gibt es jetzt Essen. Okay. Geil. Na gut, dann. Er ist schon weg. Aber das ist so wirklich, was ist an dem Pause-System falsch? Ich meine, das Pause-System wird ja irgendwas sagen, mit die Früchte werden absorbiert, wie auch immer. Ich weiß nicht, was erklärt werden sollte. Aber irgendwie werden ja so die Kräfte dann bestimmt erklärt. Genauso gut kannst du einfach sagen, ja, Blood Demon Arts der Demons ist halt einfach so erklärt. Gut, du hast dann das Demon-Kampfsystem erklärt. Und wie funktioniert das mit den Menschen? Ja, ganz einfach, du hast mehr Sauerstoff im Blut. Dann kannst du halt, wenn du es richtig benutzt, und tatsächlich, es basiert auch teilweise auf realen Eigenschaften, wenn du richtig atmest, kannst du auch dementsprechend mehr Kraft, mehr Schnelligkeit gewinnen, kannst bessere Körperkontrolle erhalten, wenn du richtig atmest. Und das ist halt auch tatsächlich Fakt, sowohl in zum Beispiel Wushu als auch in Touren und anderen Sportarten und auch Kampfsport. Das heißt, Bro, es ist halt genau das gleiche wie in Real Life, bloß ein bisschen übertriebener implementiert. Deutlich übertriebener, aber es ist ein komplett valides System für eine Fantasiewelt. Und das gleiche gilt dann auch für fucking One Piece. Und dann verstehe ich halt absolut nicht, was Leute sagen mit Pause-System schlecht, es macht keinen Sinn. Ja, wenn es keinen Sinn macht, dann liegt es vielleicht daran, dass du einfach die Story nicht mal verstanden hast. So wie Leute auf Attack on Titan haten, haten sie auch einfach auf Demon Slayer, weil sie nicht mal verstanden haben, worum es geht. Ich kenne auch eine, die hated Attack on Titan mit einer 0 von 10, weil sie sagt, sie hat Season 4 nicht verstanden. Ich denke mir so, ja, das liegt daran, dass du zu dumm bist, um es zu verstehen. Unlucky. So, okay, Demon Slayer ist schlechter als AOT. Das mean, aber ist eigentlich könnte es doch eigentlich scheißegal sein, oder? Ja, aber die bewerten das die ganze Zeit so in meiner Präsenz als das Schlechteste, als Bottom-Tier und sagen dann, ja, ich habe auch schlechten Geschmack. Okay, nee, dann will ich halt wissen, woran es liegt. Kann dir doch scheißegal sein. Nee, das ist es mir nicht. Okay. Weil ich hasse es, wenn Leute einfach eine schlechte, falsche Meinung haben. Oder eine unbegründete Meinung haben, mit der sie dann radikal irgendetwas argumentieren. Das ist nicht radikal im Sinne von physisch radikal. Ja, solange es mich nicht direkt affected. Ja, mich affected's im Kopf. So, Digga, also es tut mir aber auch leid, aber ich hasse es, wenn Leute komplett confident in ihrem Wissen sind, obwohl sie komplett falsch liegen. Oh, ich hab eine Wait. Ich hab eine Waffe bekommen hier oben, Forster, hold up. Was ist das? Oh shit, meine Mama ist wieder da. Ich geh kurz essen, ich komme maybe später wieder. Ja, ich geh auch gleich. Dann okay, ciao. Gut, ab jetzt. Jo, danke. Wait, what? Nee. Ich esse gar nicht mal. Egal, dir einen guten. Hey, du hast so gesagt, du isst auch gleich. Ich gehe auch gleich. So, ich dachte, du hast gesagt, du isst auch gleich. Ja, okay, gut, dann schon mal. Ja, schon mal. Alter, kann nicht sein. Wait, das ist auch Fusion Damage Bonus. Wo war mein Fusion Damage Bonus Viech hier? Ne, ich könnte auch was anderes nehmen mit Fusion Damage Bonus. Das hier. Wait, was bin ich jetzt? Havoc oder Fusion? Fusion, Bro, dann brauche ich ja gar keinen Havoc. Das ist Fusion, aber das ist ein Dreier. Das ist Fusion Damage. Mit Attack. Das nimmt man mit. Basic Attack Damage, Fusion Damage Bonus macht mehr Sinn. Wait. 23,6.
Ah, es sind 10%. Wait, und wo war der Fusion Damage Typ? Hä? Wo ist Fusion nochmal? Das hier. Aber wo war der 3-Star da? Oder 2-Star? Ah, das reicht aber auch für heute mal. Ich wollte eigentlich viel kürzer spielen. Als dann.